Okay, Prost, die Herren. Prost. Prost. Bing, bing, bong. Prost. Und willkommen zum Biertaucher Podcast 305. Heute ist der 16.05.2017. Wir befinden uns beim Gareb in der Zypresse und ausnahmsweise sind wir im Frontraum. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Vukonic.com und allen unseren Flatterern, Sponsoren, Patrioten, Feedbackgebern und Anwesenden und Hörern. Klebemonster. Und den Klebemonster. Ohne Klebemonster geht es gleich. Ganz genau, ja. Yeah. Direkt als Ankündigung, nächste Woche nicht in der Zypresse, sondern im alten AKA. Sehr richtig, ja. Sehr gute Ankündigung. Bitte nächsten Dienstag 19.30 Uhr im Innenhof 2 vor dem Hörsaalzentrum. Treffpunkt bei jedem Wetter im alten AKH. Wenn es zu sehr stürmt und schneit und regnet, verziehen wir uns dann eh irgendwo hin, wahrscheinlich wieder in die Zypresse. Aber ab jetzt generell Treffpunkt bis in den Herbst im alten AKH. Damit haben auf wir das gemacht. Auf einer Wiese können wir uns dann das gemütlich machen. Ja, ich habe sogar ich habe Zugriff auf eine Picknickdecke. Also wir werden jetzt so aufrüsten, das wird mega. Oh. Okay, und liebe Leute, haben wir Feedback? Nein, gell? Oder? Hast du ein... Okay, dann haben wir Termine zum Ankündigen. Ja, Critical Mass und Friday Night Skating am Freitag. Ja, erklärst du kurz, was das ist? Ich glaube, die meisten Zuhörer sind sehr okay. Wir haben so viele neue Zuhörer jede Woche. Kurz neue Zuhörer, ja, sogar neuer Podcaster mit dabei. Critical Mass, also beides sind Fahrradveranstaltungen, also Demos, wo die Leute mit Fahrrädern mitfahren. Beim Friday Night Skating halt auch noch zusätzlich, wie der Name schon sagt, mit Inlinern. Ah ja, jetzt. Critical Mass fängt um 17 Uhr am Schwarzenbergplatz an, geht dann irgendwo hin, ich kenne das Ziel jetzt gerade nicht. Am dritten Freitag im Monat. Ja. Und die Homepage von der Critical Mass ist criticalmass.at. Auf Facebook. Auf Facebook, okay. CriticalMass.at auf Facebook. Ja. Wohingegen Friday Night Skating, ist das nicht das, was die Grünen organisieren? Richtig. Ja. Das fängt an beim, wie heißt das nochmal? Am Heldenplatz-Treffen. Ja, genau, immer, Heldenplatz. Und das ist Hofburg. Einmal im Monat immer, oder? Das ist einmal in der Woche. Einmal in der Woche. Freitag. Okay. Und seit letzter Woche um 21 Uhr ist Abfahrt. Abfahrt, also 20 Uhr Treffpunkt. 21 Uhr ist Abfahrt. Ja. Also eine halbe Stunde vorher treffen sich die Grünen selbst. Und da sind aber auch immer wieder Skater dabei. Das ist nicht rein das Fahrradfahrer. Das ist Friday Night Skater. Achso, okay, aber es sind auch Radfahrer dabei. Sind ja, und zu meinem Entsetzen immer auch zu Fußläufer, die schneller sind als ich am Fahrrad. Ja. Nur Skateboard ist nicht erlaubt. Skateboard ist nicht erlaubt, okay. Das ist zu unsicher. Gut. Und auch andere ähnliche wie Skateboard. Nicht. Haben wir sonst irgendwelche Linux-Tage zu besprechen oder Ankündigungen zu machen? Ich habe mich bemüht, auf den Linux-Tagen den Axiom-Entwickler einzuladen. Mhm. Er hat gesagt, er hat Interesse zu kommen. Fixen Termin haben wir keinen. Aber das könnte ganz lustig werden. Bravo, Stefan. Super, Stefan. Und hab mich daran erinnert, weil ich gerade beim Herfahren die letzte Episode gehört habe, wo ihr darüber erzählt habt. Und der hat einiges über die Technik mir erzählt und das finde ich, könnte er hier auch mal erzählen. Cool, ja. Oh je, ich sollte dann vielleicht wegbleiben. Wieso? Weil ich etwas gegen Elektron habe. Axiom ist diese das, was drunter sitzt. Kamera. Oder wie hieß das nochmal? Nicht Elektron? Kamera. Hardware. Ach so, die Kamera. Du hast davon erzählt, Junge. Ah, Entschuldigung, ich habe das mit dem Editor verwechselt. Nein, ja, nein, natürlich. Ja, der ist cool, Typ wenn von der kommen, Axiom, ja. Auf jeden Fall. Gut. Das weiß jemand von euch was über Linux-Tag Linz? Oder ist der schon vorbei? Oder wissen wir alle nichts? Okay. Stimmt, die Kamera ist geil. Gut. Also wenn der Kamera wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Dieses Wochenende ist Maker Faire Vienna. Und ich habe einen Tisch dort. Und wenn du es übermorgen schaffst, übermorgen habe ich einen Vortrag beim Elixir Meetup, das ab jetzt übermorgen monatlich... Übermorgen ist Donnerstag, ja? Yep, Donnerstag 18. Ich glaube, heute ist der 16. 18.05. Elixir Meetup. Im Sektor 5. Einmal im Monat. Das ist jetzt so talkmäßig organisiert. Ja. Also und die Elixir-Meetups, wie spannend sind die für Leute, die noch nie Elixir programmiert nachdem haben? Nachdem es bisher noch nicht stattgefunden hat, wäre alles, was ich sage, eine Offenbarung. Ja, ist das erste Mal jetzt. Ja, aber ich meine, glaubst du, die sind auch anfängerfreundlich für Leute, die also nur sich reinhören wollen in das Thema? Okay, sind nette Leute. Ja.
Okay. Ich kenne die meisten, die hinkommen. Haben wir nicht wieder mal ein Podcast-Treffen? Noch kein Termin, nein. Noch kein Termin, nein. Okay. Ende Juni ist Größenordnung. Also noch vor dem Sommer wird es eins geben, aber eben so. Karl, dein Konzert rückt näher, das tun wir jede Woche ich besprechen. Ja, wieder, wir spielen im Wir sind Wien Festival in Floridsdorf, ich und Renate, am 21. Bezirksmuseum Floridsdorf um 19.30 Uhr. Also in 5 Tagen? Nein, in Juni. Ach so. 21. Okay. Juni. Und ich habe noch eine voll uneigennützige Hörempfehlung. Bitte schön. Hour of Code, neue Episode, gestern heraus. Mit Andrea Meyer-Stadler. Stadler, stimmt's? Stalder? Stalder, ja. Aber sonst stimmt's. Und zum Thema Code Week und Turtle Stitch. Also da geht es dann relativ viel auch um Scratch und um Snap und um Turtle Stitch, wie die drei technisch zusammen. Also ein Lauschbefehl quasi. Und also es geht um das Thema Sticken und wie man etwas, das man zuerst am Computer programmiert hat, dann mit einer Stickmaschine sticken kann. Genau, das ist eben das Und das Projekt von ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben, weil das genauso ein GUI-basierter Editor ist. Also man zieht mit der Maus Blöcke zusammen und schreibt noch ein paar Zahlen vielleicht hinein, wie viele Schritte jetzt die Maus nach vorne gehen soll, oder die Turtle, eigentlich ist es ja Schildkröte. Und dann kann man das dann mit einer Stickmaschine sticken lassen. Wie man sowas macht. Das ist sehr interessantes Projekt. Auch die für den Sven Guckers die Tasche gestickt. Ganz genau, das ist auch Turtle Stitch, ja. Also ich meine die Dame, die jetzt... Ja, das ist die Andrea. Okay, ja. Das ist die, okay. Andrea ist auch Codeweek-Ambassador für Österreich. Dann habe ich die sogar schon mal kennengelernt durch den Sven. Ja, nämlich vorletzte Woche im Podcast. Da war sie auch da. Ja. Verdammt. Sie hat nur nichts gesagt, weil sie, glaube ich, müde war. Sie ist dann bald gegangen. Okay, gut. Ja, das ist interessant. Ich kann mir absolut keine Namen und keine Gesichter merken. Tja. Dabei bin ich ihr anscheinend schon mal begegnet, weil ich... Und ich finde das eben ein sehr nettes Projekt. Und die arbeiten das jetzt sozusagen in Richtung eines fast Consumer-Projektes oder Produktes, nicht? Dass das halt immer leichter wird, dass man die Ideen, die man im Kopf hat, zu Textil bringt. Mhm. G-Code funktioniert ja prinzipiell bereits auch so. G-Code. Das ist das von Google, oder was? Nee, G-Code ist generell CNC-Fräsen und so weiter werden mit G-Code programmiert. Ah, das kenne ich nicht. Und auch 3D-Drucker. Meine Herren, haben wir noch Termine? Irgendwas zum Ankündigen? Wiener Festwochen, war irgendjemand? Interessiert das jemanden? Nein, das habe ich leider verpasst. Nationalratswahl? Nationalratswahl, genau. Bist du schon an Termin? Ja, 15. Oktober. 15. Oktober, schreiben wir es hin. Und auf der Tagespresse wurde dann publiziert, Wiederholung am 3. Dezember. Also 15. Oktober 2017, österreichische Nationalratswahl. Wird wiederholt. Die Anfechtung. Also erster Versuch, 15. Oktober, sehr gut. Gefechtet sind sie doch heute. Gut, Termine haben wir fertig. Ich glaube, Termine haben wir. Dann würde ich sagen, schreiten wir zur Themenliste, die wir jetzt verlesen werden, weil der liebe Stefan sie ausgedruckt hat auf einem Titanpad, was immer noch nicht tot ist. Aber auch noch meine eigenen. Worüber wollen wir heute reden? Ich erzähle ein bisschen was über die Demo Night. Das ist eine relativ neue Veranstaltung, die jetzt ein Jahr lang stattgefunden hat. Ich erzähle über Truffle Piggy. Eine lustige Suchmaschinenerweiterung. Friday Night Skating haben wir schon, Elixir Meetup haben wir auch. Das Jelly Smartphone, auf das ich ab jetzt warte, ist ein Kickstarter-Projekt. Die Endless Runway, habt ihr die auch mitgekriegt? Ein lustiges Konzept, wie man in Zukunft vielleicht Flughäfen baut. Ah doch, dieser runde Flughafen, genau. Okay. Und wir sind angefragt worden, wir sollen doch über die Liste kurz sprechen. Ja, natürlich. Allen Ernstes, wir sind gefragt worden, was davon zu halten ist. Und heute wurde von einer ÖVP-Mandatarin wiederholt, dass jetzt die flächendeckende Video- und Kennzeichenüberwachung noch vor dem Sommer oder im Sommer beschlossen werden soll. Die Regierung das arbeitet. Ist ja schließlich schon von den beiden Koalitionsparteien ausgemacht. Und das wird daher noch vor der Neuwahl. Das waren erst Stefans Themen, da kommen noch viel mehr. Ich kann nämlich berichten, ich war auf einer Stravanzerwanderung bei den Myrafällen. Und sonst, falls ich dazu komme, ich habe ein Spiel, das heißt Ziggurat, sehr intensiv gespielt.
und ich habe auch das Buch ausgelesen, von dem ich schon länger rede, The Origin of Political Power. Stimmt. Aber das kann auch, wer weiß, ob ich heute jetzt kommt. Also ich bin Dennis, wofür, du hast mich letztes Mal ein paar Themen nicht mehr anbringen können. Ja, ich habe inzwischen schon wieder vergessen, was das war, hätte ich gesagt. Jetzt und ist es schon wieder so lange her. Karl, worüber erfreust du uns? Ich weiß nicht, weil ich habe jetzt Sachen, die ich reden könnte, aber ich glaube, ich mag nicht. Ich würde gerne am liebsten dazu reden, hauptsächlich. Nicht über so was? Dazu reden. Einfach nur dazu sprechen. Okay, ja, passt, ja. Meine, bringst du dich einfach, bringst du euch beide einfach ein. Ja. Okay. Dann würde ich sagen... Ah, ich weiß es wieder. Du weißt es wieder, ja? Ja, genau. Ich wollte reden über zwei Serien, und zwar Rick and Morty. Yeah! Marvel's Agents of the Shield. Okay. Of S.H.I.E.L.D. Ja. Das war es eigentlich. Okay, schöner, entweder schöner Fernsehserien. Sehr gut. Ja, ich habe mir mal gedacht darüber. Ich, okay. Genau, das dann würde ich vorschlagen, heben wir uns den... noch Außenminister ganz für den Schluss auf, weil ich nehme an, dass... Weil es schöner Leben. Nein, aber... Das ist, wie soll ich sagen, schlechter Leben. Danach habe ich dann keinen Geist mehr. Irgendwas, was schöner Leiden. Gerade jetzt so zu tun, schöner Leiden, ja. Ja, kann man das... Auch sonst kann man einfach anfangen damit und dann redet man 3 Stunden dann. Ja, das ist so ein Endlos-Thema, das wo stimmt, dann jeder genau. Sein Senf dazu das machen wir, wenn wir müde sind. Machen wir zuerst die kurzen... ich glaube, da bietet sich so ein runder Flughafen an. Ich nehme an, wir haben alle dieselbe Telepolis-Meldung gelesen, oder war das eine heiße Idee? Halte dich bitte kurz. Meins war woanders. Ich habe es in der Future Zone gelesen. Future Zone, okay. Das war sozusagen dann schon die zweite Runde, weil es wurde am Anfang ein bisschen für einen Witz gehalten. Also ein Erfinder, nennen wir es so, hat ein Konzept veröffentlicht zu einem runden Flughafen. Also was heißt der runde Flughafen? Nicht das Gebäude, sondern die Landebahn in Kreisform. Und damit um das Flughafengebäude herum. Um das Flughafengebäude herum. Und ich glaube, der Gag war, die ist auch leicht nach außen geneigt, wie so eine Rennbahn für Autos. Genau. Ne? Sozusagen eine Stellkurve, damit man eben nicht dauernd nach rechts lenken muss oder nach links lenken muss, wenn man da landet oder startet. Und die Hauptargumente, die dafür gebracht wurden, also das Ding hätte 3,5 Kilometer Durchmesser, was ja ein bisschen weniger ist, als eine einzelne Landebahn jetzt so lang ist bei einem großen Flughafen. Die haben so 4,5 oder so. Und die haben ja immer, was man dazu sagen muss, mehrere Landebahnen. Oft einmal. In der Windrichtung und auch wegen dem... Ja, wenn es ein größerer ist. Und der Gag wäre bei dem Ding, dass sie versprechen, dass man schaffen würde, etwa so viel, wie man bei 3 herkömmlichen Bahnen schafft, abzuwickeln damit. So viele Flieger. So viele Flieger durchzuschleusen. Und mit wesentlich weniger Flächenverbrauch. Das war ja das Hauptargument. Ne? Eben nur diesen einen Kreis. Und man könnte theoretisch, da man ja an jeder Position in dem Kreis landen kann, ist man quasi von der Windrichtung sozusagen unabhängig in dem Sinn. Also man hat immer eine passende Richtung für die Landebahn, egal wo der Wind gerade herkommt. Aber es gab, glaube ich, auch ein paar Probleme. Und am Anfang wurde das überhaupt nur für einen Scherz gehalten und so, aber das ist durchaus ein halbwegs seriöses Forschungsprojekt und es wurde dann eben auf einige Gegenargumente schon eingegangen, der meint es durchaus ernst. Ich meine, das ist nicht eine Sache, die jetzt in den nächsten Wochen gebaut werden wird, aber es ist eine lustige Sache zu verfolgen, finde ich einmal. Also es ist einmal Innovation wieder. Aber das ist schon etwas seltsam, wenn die Landebahn sozusagen dann abgeschrägt ist. Ja. Das heißt also, das Start und Land wird gar nicht so trivial werden. Er sagt, das ist kein Problem. Also auch darauf wurde... Und in der Kurve landen. Normalerweise ist es ja so, manchmal brauchen sie kürzere... Aber es ist eben eine Kurve, der Kreis hat einen Durchmesser von 3,5 Kilometer. Ja, also es ist keine enge Kurve. Das ist hauptsächlich gerade. Ja. Aber es ist... Eine schräge, wirklich, abgeschreckte gerade. Ich fand es ganz nett, das ist halt einmal so richtig ein Problem neu zu denken. Mhm, und oft geht es irgendwie schon nimmer, weil die Sachen sind durchgekaut, aber das hatte ich noch nicht gehört. Ja, daher hat mir es einmal gefallen von der Idee und ob es dann wirklich kommen wird. Und dann bin ich damit ein bisschen mehr in das Thema Fliegen reingekippt und habe jetzt mehr angefangen, die Episoden zu hören von dem Podcast, den ich letztens auch mal empfohlen habe. Das ist der Omega Tau Podcast. Und der Markus Völter, der Stuttgarter, der den hauptsächlich betreibt, mit der Nora Ludewig zusammen, ist ein begeisterter Segelflieger und im Zuge dessen hat er eben auch eine ganze Menge Episoden übers Fliegen. Insbesondere ist er zum Beispiel einmal mitgeflogen mit einem Transportflugzeug. Okay. Also eine Standardroute von Frankfurt nach Haifa,
also Tel Aviv mhm. und dann nach Istanbul und dann wieder nach Frankfurt. Die fliegenden Brummifahrer. Genau, das ist ein guter Vergleich, das ist so eine 3-Tages-Route und das ist ein fast 5-Stunden-Podcast und das klingt ja jetzt eigentlich urspannend, urlangweilig, ja. Aber das war der Podcast bisher, wo ich das Gefühl hatte, das am meisten drinnen zu sein. Also mhm. total immersive. Aber wollen, hat er das nicht im Flugzeug doch, aufgenommen? Doch, auch so, im Flug, okay, ja. Im und vorher und dazwischen. Ja, cool, ja. Zwischen den also du hast richtig so das Gefühl, du fliegst da jetzt. Du hast das, und wird sich das jetzt, und du hörst den Funkverkehr mit, mhm. weil er hat auch sein Mikro angeschlossen, seinen Zoom mhm. angeschlossen, auch an die Funkeinrichtungen im mhm. Flugzeug und so weiter. Also die Piloten haben da voll mitgespielt und sie haben halt vorher auch viel durchgesprochen. Du kriegst dann halt auch so die Thematik mit, wie... bei der einen Landebahn in Istanbul, das wird sich nicht ausgehen, weil es ist gerade Regen und sie sind relativ schwer und daher brauchen sie eine gewisse Länge und die Bahn ist abschüssig und sie würden lieber auf der anderen Bahn landen, aber das will eigentlich der Flughafen nicht, weil die wollen alles auf der gleichen Bahn runterkriegen und dann so ein bisschen der psychologische Krieg zwischen dem Pilot und dem Bodenpersonal, dass sie halt doch auf der Bahn und wird sich das noch in der Zeit ausgehen und sind die Hügel nicht schon so und es ist ja nur Audio, das ist echt total spannend. Also Das kann ich mir jetzt, wo du es erzählst, super vorstellen. Das muss immersive sein. Ist echt gut, ja. Ja, das ist Omega-Tau-Podcast. Omega-Tau-Podcast. Findet man im Internet. Ja, und heißt genau so, Omega-Tau-Podcast, mhm. nachdem okay. Googlen, dann hat man es. Und sie haben mit schon über 250 Episoden. Und bei denen geht es nur über Fliegen? Nein, Science and Engineering, also Naturwissenschaften mhm. und Ingenieurwesen. Ich glaube, das sind auch die anderen Folgen interessant. Also bisher alles, was ich gehört habe, sie macht eher die naturwissenschaftlichen, mhm. aber eine über Wölfe. Ich wusste nicht, dass in Niederösterreich über Wölfe geforscht doch, wird. Doch, Konrad-Lorenz-Forschungsstelle. Ja, kannte ich bisher nicht, habe ich gelernt dabei und das ist echt auch echt spannend so. Wolf, Hund, Mensch, so ja, diese Beziehungen, die es da gibt und wo gibt es Ähnlichkeiten und ne, echt auch eine gute Episode. Und dann halt so richtig super, wie der Forscher erklärt hat, das so richtig gut. Also das sind so die Podcasts da. Da wird der beste Podcast, was ein Podcast kann. So. Sehr gut, ja. Und das finde ich doch interessant, dass das alles ohne Schrift im Prinzip geht. Ich meine, es gibt immer Shownotes, aber es ist dann eigentlich, also das ist total über die Erzählung und funktioniert über die Erzählung. Und ich glaube, einmal habe ich hier schon empfohlen, die Folge über Batteries, also Batterien, was im englischen Sprachraum auch Akkus beinhaltet. Das heißt, 3 Stunden über aktuelle Akkutechnologien von einem Forscher einer deutschen Firma für Akku-Testtechnik. Also so während der Entwicklung von neuen Batterie- und Akkutypen sind halt auch so Testfirmen da drin. Das ist super spannend. Was wird sich so in der nächsten Zeit tun? Wie wird die Entwicklung sein hinsichtlich Preis, hinsichtlich Gewicht und Kapazität? Das sind so die 3 spannenden Sachen bei den Akkus. Nicht? Also, nein, das war Omega-Tau-Podcast. Ich bin jetzt ein Fan, deklariert. Sehr gut. Wenn wir beim Thema sind, hat jemand von euch eine Lauschempfehlung? Gibt es einen schönen Pianisten-Podcast? Oder einen? Das habe ich noch. Ich lausche kaum Dingen. Ich wollte nur sagen, woher ich komme, ursprünglich, wo ich geboren bin, nicht woher ich komme wirklich, denn ich habe nur dort kurz gewohnt in meiner Kindheit. In Utah, die haben dieses Salt Lake City, Salt Lake International Airport, so finde ich extrem schwierig sein zu landen, habe ich gehört, dass es sehr gebirgig ist und da vielleicht ist auch diese Landebahn gut. In Österreich haben wir auch einen sehr trickreichen, das ist der in Innsbruck. Wenn man da reinfliegt in das Inntal runter. Nicht gerade viel Platz. Ne? Nicht gerade viel Platz wegen der Bergketten und dann noch zusätzlich, wenn Föhn gerade oben drüber zieht. Ja. Und man muss im Großen und Ganzen quer anfliegen. Und so. Also das gilt als einer der schwierigen Flughäfen in Europa, als Innsbruck. Und auch nicht besonders lang, weil halt nicht sehr viel Platz ist. Ja. Meines Wissens ist Hongkong einer der schwierigsten. Ja. Wobei dir mit so einem neuen auch. Also okay. Aber der alte ist schlimm. Mitten in der Stadt und sehr kurze Landebahn. Und die automatische Anflugroute geht zuerst in den Berg rein und dann fliegst du das manuell die Kurve weg vom Berg und auf die Landebahn runter. Das kommt auch in einer von den Omega-Tau-Folgen vor, und zwar in der über die Flugsicherung in München, die höre ich gerade. Das ist auch recht spannend. Also, ich habe mir das immer so furchtbar vorgestellt, einen Job als Flugsicherung. Jetzt klingt das richtig interessant. Ich habe gerade mich erinnert, etwas, ich wollte das mal sagen. Ich war in Japan mal und die haben in Tokio 2 verschiedene Flughafen. Die Narita-Flughafen und Haneda. Und Narita ist für die internationale Flüge und Haneda
mehr für die Nationale, die in Japan sind. Und was für mich interessant, was ich sagen wollte, ist, dass es war komplett unterschiedlich, nicht nur vom Atmosphäre, dadurch, dass in Narita war es ganz international und in Haneda war ich die einzigste, sagen wir, weiße Person da. Und in, auch war es sehr interessant, die Unterschied in Sicherheitsmaßnahmen, wo im Narita hatten die, die amerikanische System mit die ganze Nude-Scanners und was immer, und in Haneda waren die wie, ja, Riemen, kein Problem, kleines Taschenmesser, kein Problem, ist aus Ordnung, und Schuhe kannst du auch anlassen. Das fand ich, das war einfach die Unterschied zwischen, wenn die trauen ihre eigenen Leute und wenn die denken ja, an die Ausländer, die böse Ausländer. Cool. So zu groß. Thema, so viel zum Thema runder Flughafen. Ja, runder Flughafen. Okay, was sagt uns die Liste noch? Dass dein Telefon zu groß ist. Mein Telefon ist zu groß, ja. Also ein Vico 100, glaube ich. Ja, erzähl mal über das Jellyphone. Jellyphone. Ich habe es noch nicht, weil es gibt es noch nicht. Aber ich warte ab jetzt drauf. Wie groß ist es denn? Meine Freundin hat mir eins bestellt, 2,5 Zoll. Das ist ein Kickstarter-Projekt, Kickstarter, wo man nie weiß, ob du es wirklich kriegen wirst und richtig, ob das. Okay, ja. Es ist auch zum Beispiel noch nicht EC zertifiziert, also die, da sind sie gerade dran. Die amerikanische haben sie jetzt, die Hand, aber die europäische machen sie jetzt gerade das nächste. Ja. So. Also die sind so richtig noch in der Arbeit und sie haben, hätten versprochen, dass es August ausgeliefert wird. Okay. Wir werden sehen, ob das passiert. Was kann ein Jellyphone? Ist das aus Gatsch oder aus so Blabbermasse? Nein, es ist klein. Es ist einfach nur das klein. Sie behaupten, es sei das kleinste 4G-Smartphone zurzeit. Wofür brauche ich bei der Größe dann 4G? Eh für nichts. Aber es wird wahrscheinlich keine Chips mehr geben, die nur 3G können. Okay. Und wie ist die Akkulaufzeit? Sie behaupten 3 Tage, was ich aber nicht ganz glaube sogar. Ich glaube, es wird weniger. Und ist das dann ein Smartphone, auf dem du herumwischen kannst? Oder hat das einfach kein Bildschirm? Ganz normales Android 6. Mhm. Ja. Es ist ein 6, nicht 7. Nicht 7. Es ist, aber sie versprechen, es kommt dann bald ein 7er-Update raus, aber ausgeliefert wird es mit 6. Ah, und was ist die Auflösung? Relativ gering, ich glaube 480 mal, was ist dann das entsprechende? Also deutlich kleiner als das. Das ist aber akzeptabel. Aber es ist im Verhältnis sozusagen normal in dem Sinne, dass es 210 dpi sind. Also es ist das, was ein normales Smartphone jetzt auch an Dichte hat an Pixel, aber aufgrund der kleineren Fläche halt entsprechend weniger Pixel. Und das bedeutet aber im weiteren Schluss natürlich auch, dass es weniger Schirm ist, der da beleuchtet werden muss, und dadurch wird wohl der Akku tendenziell ein bisschen länger aushalten. Ja. Aber das ist ja nur jetzt die Betriebszeit, die dadurch besser wird, wenn man das Display anhat. Die meiste Zeit tagsüber hat man das Display eh nicht an und der Akkuverbrauch ist genau der gleiche wie sonst, weil der Prozessor ist jetzt nichts aufregend extra Stromsparendes oder so. Das ist relativ für einer drin? Das ist, ich weiß auswendig nicht mehr, es ist ein relativ schwacher. Und Qualcomm? Ich weiß es echt nicht mehr. Okay. Aber es geht eben wirklich nicht ums Thema Performance bei dem Ding, sondern die Idee ist, dass es klein ist und leicht ist. Es ist auch sogar, glaube ich, eine Spur dicker als die jetzigen, aber halt sehr klein von der Fläche, sodass man es locker in die Hose einstecken kann. Und es wird auch nicht so beworben jetzt als großartiges Smartphone oder Feature-Phone, sondern eher so als Zweittelefon, dass man in die Hose einstecken kann, wenn man nicht groß was herumtragen will. Als Gürtelschnalle. So ungefähr. Sie behaupten, es passt eben zur Größendimension, es passt in die Taschenmessertaschen in den Jeans. Aha. Bei Jeans, bei die rechte vordere Tasche, das ist eine kleine N-Nähtasche. Ja. Da passt es hinein. Also es ist circa so groß wie ein Daumen und wie ein Schweizer Messer vielleicht. Das heißt, es ist wirklich mehr lang als breit? Nein, eigentlich nicht. Diese Taschen sind nicht so schmal. Also, ja, meine. Aber so was Jelly sieht sich nicht darauf, dass das irgendwie weich ist. Es ist einfach nur ein startförmiges, sehr kleines. Ganz normales Telefon. Und hat trotzdem einen Touch-Display. Ganz normal. Alles ganz normal. Ja. Nichts Aufregendes. Tendenziell eher ein bisschen alte Hardware und schwache Hardware gefühlt. Also es gibt 2 Ausführungen, eine nur mit 1 GB RAM, eine mit 2 GB RAM. Und die eine hat, glaube ich, 8 GB internen Speicher und die andere 16 GB internen Speicher. Also es ist relativ harmlos und klein alles. Ne?
Und das sind halt eben, der Preis ist auch relativ harmlos. Ich glaube $80, $90 oder so. Oh, wow. Okay. Ja, wenn das Ding dann noch Bluetooth-fähig ist und einen Klinkenstecker hat, kann man das Ding schon wieder als MP3-Player-Ersatz auch nehmen, weil die sind ja auch so klein gewesen. Hat es eine SD-Karte oder sowas? Ich glaube, ja. Ich glaube, es hat einen SD-Slot. Also ein Micro-SD-Slot. Ja, ich wollte schon gerade sagen. Ja. Der SD-Karte passt da nicht mehr rein. Wer kauft heute? Ich meine, braucht heutzutage eine volle SD-Karte-Slot. Ja. Gibt es kaum. Aber es ist nicht Dual-SIM zum Beispiel. Ach ja. Das ist ja jetzt auch relativ modern. Also relativ viele haben jetzt schon Dual-SIM. Nicht so viele. Ja. Also mir fällt es jetzt nicht wirklich auf in Europa, dass Geräte rauskommen mit Dual-SIM. Eher in anderen Ländern, wo es halt wirklich zum Teil Vorteile hat, wenn man zwei SIM-Karten hat. Es ist ja aber in Europa eher als in Amerika. Okay, das wundert mich etwas. In Amerika hätte ich mir eher schon... Ja gut, da sind die Tarife so teuer, dass man nur einen Vertrag hat. Ja. Was? Kleinen Anschluss dazu. Ich habe ja mich für das Moto Z interessiert. Ich habe es ja nicht gekauft, aber es geht auch nicht um das Telefon, sondern um die Moto-Mods. Und ich hatte, glaube ich, mal von einer Kickstarter-Kampagne oder Indiegogo-Kampagne geredet für eine Tastatur. Mhm. Und genau, die waren erfolgreich. Also die Tastatur gibt es jetzt. Man kann eine Tastatur fürs Moto kaufen. Sie haben, die Finanzierung war erfolgreich. Mhm. Ob das jetzt Das heißt, die lassen jetzt produzieren und vielleicht ausgeben. Es wird aber noch was dauern. Und ja. Ich bin heiß drauf, ich würde es gerne haben. Ob es erfolgreich ist in der Entwicklung, bin ich mal gespannt. Alles klar. Was sagt uns die Liste? Demo Night, bitte. Oh, nein, ein Tech-Thema habe ich doch noch. Truffle Piki. Was ist Truffle Piki? Aber passt zur Demo Night. Also ich war bei der Demo Night und habe dort Panoptikum vorgestellt. Demo Night ist als Modus Produktvorstellungen von einem Produkt, das du selbst entwickelt hast. Du hast dafür 3 Minuten Zeit. Du darfst einen Beamer verwenden. Du darfst aber nicht über dein Businessmodell reden und du darfst keine Marketing-Slides herzeigen, sondern du darfst nur das Produkt herzeigen. Okay, also sie wollen keine dieses typische Pitchen. Genau. Okay. Wobei in gewissem Sinn pitcht man natürlich schon. Aber du versuchst es auf cool zu tun mit den technischen Daten. Es soll halt um das Produkt gehen und um die Features. Mhm. Und in der Demo Night hast du hast Panoptikum vorgestellt. Ja. Und was war das, was du erzählen wolltest? Und kennengelernt habe ich eben da auch Truffle Piggy, also Trüffelschweinchen. Was hat dir gefallen? Piggy, ja, weil es mit Panoptikum auch zusammenarbeitet. Also Truffle, was ist Truffle Piggy? Ist eine Browser-Extension. Ja. Die dir zusätzliche Suchmöglichkeiten bietet. Ihr kennt das ja auch vom Browsern, dass man dort mehrere Suchmaschinen eintragen kann zum Beispiel. Aber das ist immer ein bisschen frickelig. Mhm. Und die haben das so implementiert, also sowohl bei Chrome als auch bei Firefox, sowas ausprobiert, das verhält sich dort gleich. Wenn du einen Text markierst oder auf ein Wort doppelklickst, erscheint unmittelbar ein kleines Schweinchen daneben. Mhm. Und wenn du das anklickst, das Schweinchen, dann gerät ein Overlay auf deiner Webseite, wo du gerade warst, das im Prinzip deine Preferences von den Suchmaschinen bisher angibt. Mhm. Und dort kannst du jetzt eine von den letzten Suchmaschinen anklicken, die du dort konfiguriert hast oder die sie vorschlagen oder eine ganze Gruppe. Und auf die Art und Weise kannst du suchen, ohne dass du was eintippst. Okay, ja. Und nachdem ich jetzt auch das Panoptikum Open Search fähig gemacht habe. Im Prinzip Open Search heißt nur, dass man einen standardisierten Suchstring hat, um auf einer Webseite suchen zu können. Und also das haben fast alle CMS und so weiter drinnen. Und man hat da eine XML-Datei, wo man eben definiert, wie genau dieser Suchstring dann auszusehen hat. Und da das sowas auch unterstützt, kann man jetzt im Truffle Piggy einfach nach Podcasts suchen, indem man mit dem Suchwort Pan oder Podcast sucht und hat dann dort sehr schnell Zugriff eben auf das Suchergebnis im Panoptikum. Oder was auch immer man sonst haben will, also Leo, Wikipedia und all die Sachen. Also ich verwende es jetzt zum Suchen und tippe daher weniger.
Und es ist im reinen Browser das Ganze, was da abläuft. Und ist das Ganze dann mobile-friendly? Weil wenn du sagst Overlay, das klingt für mich so nach, vertragt sich nicht mit meinem Handy-Bildschirm. Ich glaube, es wird sich wahrscheinlich nicht einmal installieren lassen, weil das unterstützt das überhaupt Extension an Chrome Mobile? Okay. Also das ist gedacht für, nur sehr begrenzt für den Laptop Fullscreen-Browser. Ja. Okay. Ja, und das geht eben hauptsächlich ums, ich habe es noch nicht probiert, ob es auch geht. Okay, ja. Aber es gefühlt, und das geht es Ihnen nicht. Noch ein bisschen. Ja, meine NoScript für Firefox braucht auch eine spezielle Version, wenn man es auf Android installiert. Ja. Ja. Und das geht nicht alle Programme. Ja. Es erinnert mich ein bisschen auf etwas anderes, das heißt, eine Extension, das heißt Rikai-chan. Und es ist so eine Extension für Japanisch. Man schaltet es ein und dann, wenn man den Cursor über die japanische Buchstaben tut, dann tut es einen Tooltip, das zeigt die Bedeutung, die Aussprache, wie es wird phonetisch ausgeschrieben und solche Sachen. Und die Bedeutung von jeder Charakter und in Kombination. Und das ist ein sehr praktisches Programm für Japanisch. Und die Idee ist halt dort auch, dass du die Sachen, die du brauchst, zusammen definieren kannst. Also sie haben zum Beispiel vordefiniert, dass du nach Bildern suchst auf ein paar Seiten. Also wenn du dann auf Bilder klickst, dann gehen gleich ein paar Tabs auf mit den Suchmaschinen, die du definiert hast für Bildern. Und so könntest du für alles mögliche Sachen dir definieren. Mehrere Tabs dann auch. Ja, wenn du eben ganze Gruppen von Sachen, wenn du in, auf mehreren Sachen also gleichzeitig suchen willst, was weiß ich, auf Stack Overflow und auf, wenn da noch irgendwann, okay. Das wäre so eine Anwendung, du suchst nach irgendeiner Definition, könntest nach der eingebauten suchen in der Dokumentation von der Sprache, auf der Webseite von der Sprache, du könntest nach dem Begriff in auf Stack Overflow suchen und du könntest noch auf W3C Schools. Ne? Mhm. Ist das Trüffelbiegel, gibt es schon, das ist schon ja. Fertig und ist ein Kommerzmodell dahinter? Oder ein Open-Source? Weiß ich nicht, weil über das haben wir nicht geredet. Okay, aber ich habe keines gesehen auf der Webseite. War in 3 Minuten keine Zeit. Ist von einem Wiener. Zurück zur Demo Night, gibt es dann so eine Q&A-Session, wo man dann Fragen stellen darf? Ja, auch 3 Minuten. Auch 3 Minuten und dann ist aus. Und dann kommt der nächste. Geil. Und das Ganze war 6-mal. Und dann hatten sie noch ein Panel von so einer Viertelstunde, wo sie 2 Leute interviewt haben. Das eine war der von Franz, der Entwickler, falls ihr das kennt. Franz? Franz anrufen, Dings da? Nein, es ist eine Elektron-App, so. Die Social-Media-Kanäle zusammenfasst. Also dein Twitter, dein Slack, dein Webmail und so weiter, klickst du dir zusammen in einer Elektron-App. Und dann auch noch von Blossom. Das ist eine Projektmanagement-Tasklisten zum Agile-Kernbahn. Mhm. Blossom. Okay. Ja, cool. Ja. Und findet angeblich jetzt auch wieder regelmäßig statt. Das war schon die 7., aber sie waren jetzt ein Jahr lang nicht. Ich kannte die bisher überhaupt nicht. Die Demo Night. Ja. Und wo war es? War im Stockwerk. Stockwerk. Das ist ein Coworking Space beim Gürtel. Ja. Gumpendorfer Straße. Gumpendorfer Straße, genau. Und ich war echt ziemlich verblüfft, wie gut das die Leute gekonnt haben. Also ich war als 5. dran und habe nur die ganze Zeit mir gedacht bei meinen Vorrednern, boah, die können das, die können das. Also einfach in 3 Minuten pitchen. In 3 Minuten... das genau rüberbringen und du wirst auch nach 3 Minuten abgeschnitten, also dann bimmelt das Telefon. Keine langweilige PowerPoint-Version, wirklich. Ich dachte, 3 Minuten ist Ende. Ich finde, das ist sehr gut. Ja. Mag auch die Lightning-Talks am meisten. Das muss man bei der Musikwissenschaft machen. Unbedingt. Es ist auch wenn man das selber macht, es ist auch wirklich eine gewisse Selbstdisziplinierung, weil man genau weiß, man wird abgebrochen. Aber es ist irgendwie, man muss sich sehr zusammenreißen, dass man nicht im Schnellreden und Stress verfällt. Also wer die Chance hat, sowas mal zu machen, das ist ein spannendes Erlebnis. Ich kann auch nur empfehlen, bei jeder Konferenz, wo ich war, gibt es eigentlich eine Lightning Talk Sessions. Genau. Und oft wollen es Leute, dass Leute sich spontan anmelden. Also hängt meistens so ein Zettel, wo man sich eintragen kann als Lightning Talker, Chaos Communication Congress zum Beispiel. Und einfach, wenn man irgendein Projekt zum Herzeigen sagt, sagen, man macht einen Lightning Talk, ist eine super Gelegenheit, weil man muss auch ein bisschen üben. Da fällt mir auch ein, der Letzte hat es wirklich auch spontan gemacht, weil ihnen ist einer ausgefallen und haben sie im Publikum gefragt, traut sich wer spontan? Und einer hat sich spontan getraut und der macht als App eine Smartphone-App, die das Ziel hat, Herzkrankheiten vorherzusagen.
Und das ist eine recht spannende Geschichte, nur aufgrund dessen, dass sie den Puls messen. Du legst den Finger auf die Kamera, ja. Sie drehen den Blitz auf, damit es dort in der Gegend hell wird, und messen dann die Helligkeitsänderungen, die sich am Zeigefinger ergeben, während dem Pulsschlag, messen also auf die Art und Weise mit der Kamera den Pulsschlag. Und wir wissen ja, wie relativ ungenau eigentlich diese Kameras sind jetzt, oder sagen wir, wie eine geringe, was haben die, 30 Frames Bildrate hat so eine Smartphone-Kamera. Und aufgrund der Unregelmäßigkeiten oder Auffälligkeiten in den Mustern von dem Puls wollen sie Herzkrankheiten vorhersagen. Und das ist auf mehrere Hinsicht spannend, weil einerseits ist es damit eine Medizintechnik-App. Das heißt, das ist nicht was, was du in den Android Store hochschiebst und gut ist, sondern das musst zertifizieren lassen, sowas. Also sie sind gerade in diesem Prozess der Zertifizierung und der ist nicht trivial. Und das zweite ist eben das Problem, dass die eben so eine relativ geringe Auflösung haben und sie haben dann dahinter einen AI-Algorithmus, sagen sie, wo sie nicht die Details wirklich verraten haben, gut, waren nur 3 Minuten, und sie behaupten, dass sie mit der Erkennungsrate besser sind als das momentane Vorhersagemuster von praktischen Ärzten, was im Prinzip nur auf ein paar Blutwerten basiert. Mit einem EKG kommen sie natürlich nicht mit, aber es ist interessant, dass sie sagen, sie sind besser als, und das ist 1 Minute draufhalten, ne, und wenn man auf die Art und Weise was vorhersagen könnte oder jemanden sinnvoll zum Arzt schicken könnte. Das ist eine interessante Geschichte. Ich möchte für solchen medizinischen Sachen ein bisschen warnen und zur Vorsicht raten. Das sind alles statistische Modelle, nicht nur die AI. Also künstliche Intelligenz ist in Wirklichkeit nur ein bisschen Statistik. Ah, da ist mehr. Ja, es sind trotzdem weiterhin statistische Modelle. Es ist nicht nur Flat-Statistik auf die Kennzahlen, sondern es ist eben es geht auf Pattern-Matching da drinnen dann auch wieder. Ja, aber trotzdem, das ist Statistik im Endeffekt. Da möchte ich aber jetzt nicht hin, sondern etwas anderes. Viele denken jetzt, ja, es ist unwahrscheinlich, dass ich dies oder jenes bekomme. Ich mache diese Messungen, und dass diese Messungen eventuell falsch liegen, berücksichtigen viele nicht. Also im Endeffekt, selbst mit einer 99,99%igen Wahrscheinlichkeit, dass die App korrekt liegt, dass du etwas hast, heißt nicht im Umkehrschluss, dass dann wenn es sagt, du hast es nicht, dass du es wirklich nicht hast. Es gibt false positives und es gibt false negatives. Richtig, genau. Also, aber es ist bei jedem medizinischen Methode. Ja, natürlich, genau. Also selbst wenn der Arzt sagt, ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, wie man denkt. Also auf die breite Masse, ja, aber nicht auf den Menschen, weil jeder Mensch ist individuell und es kommt auf den Menschen drauf an und nicht auf die breite Masse. Ja. Also zu sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering, nee, das ist für jeden Menschen individuell und nicht. Ja, deswegen würde ich nicht unbedingt darauf hören. Auch vielleicht, ich meine, okay, das ist immer meine Paranoia, das ist, that it phones home. Und dann schickt es wieder weiter zu der Firma, wie mit dieser bekannten Vibrator-Geschichte. Ja, genau, richtig. Absolut das Ding phoned home sozusagen. Mhm. Ja, und dann kann es... Irgendwann kommen solche Daten dann in deine Arbeitsakte und so weiter. Ja, genau, und dann musst du mehr Krankenversicherung zahlen und so weiter. Es gibt auch elektrische Zahnbürsten, die man dann mit dem Smartphone verbinden kann. Ob du auch regelmäßig putzt. Ja, und dann schicken wir es auch weiter. Wobei, also die Gefahr da ist jetzt konkret sogar weniger Arbeitgeber oder so, aber eher die Versicherung. Ja, natürlich. Und auf die Art und Weise könnte es einem blühen, dass man eben nicht zu den gleichen Konditionen einen Versicherungsvertrag kriegt wie der nicht gemessene oder wie vor dem. Sie wollen jetzt auch schon dahin gehen, Leute, die sich eine bestimmte App installieren, dass die dann weniger zahlen sollen. Das ist der erste Schritt in diese Richtung. Ja. Das ist, ich empfehle es keinem, weil das ist etwas, was die Allgemeinheit angeht, das zu machen, weil das ist für die Allgemeinheit schlecht. Für einen persönlich ist es vielleicht manchmal ein Vorteil, aber irgendwann ist es ein Schuss ins Knie. Das ist wie in China, wollten die machen, das heißt, diese gute Staatsbürgerpunkte für die gute Staatsbürger. Gamification auf politische Schnauze halt. Ja, genau. Und wenn du eine gute Staatsbürgerin, das prüfen die gerade ab, dann bekommst du mehr Punkte und dann bekommst du besser. Weißt du noch, wie das System geheißen hat?
Okay. Habe vergessen, genau. Aber okay, nächstes Mal bringen. Schau es mal nach, ja. Gamification und dann. Aber man sollte auf jeden Fall alle Kameras im öffentlichen Raum zusammenschließen. Lückenlose Verkehrsüberwachung inklusive Kennzeichenerfassung. Das, ja, das wurde ja gerade gefragt. War heute im Parlament. Darf ich bitten, kann ich noch ein paar schöner Leben-Themen einbringen, ja, bevor wir uns diesem Schircher Österreich sein Thema widmen? Weil ich glaube, das zieht sich dann in die Länge. Ja, ja. Was ich schon immer sagen wollte, ich habe Ziggurat gespielt. Und zwar ist das ein kleines Spiel auf Steam. Und das vereinigt mein Lieblingsgenre, nämlich Roguelikes, also in einem Zufallsdungeon herumrennen und dort so Monster besiegen und Schätze finden, mit einem Realtime-Shooter, also mit so einem Ego-Shooter, wo man herumläuft und herumballert. Ist ein bisschen angelehnt an den ehemaligen, sehr alten Klassiker Hexen, das war so eine Art Doom mit Magie, also wo man halt statt Feuer, statt mit einem Maschinengewehr schießt und mit einem Zauberstab magische Geschosse. So, das ist es im Wesentlichen. Und worum geht's? Du hast einen sehr kleinen, zufallsbasierten Dungeon, der aus viereckigen Räumen besteht. Der wird jedes Mal generiert. Und da hetzt du halt herum in Echtzeit, in der Ego-Perspektive und ballerst am Anfang nur mit so einem sehr mickrigen Zauberstäbchen umeinander. Und mit der Zeit findest du dann stärkere Zauberstäbe und musst dann auch so Zauberkristalle aufsammeln, damit du Munition für die hast und kannst dann halt diverse bessere Waffen finden. Ja, und dann musst du einen Schlüssel finden in jedem Dungeon und damit kannst du dann den Endboss beschwören und wenn du den besiegst, kommst du weiter. Du solltest einmal zu diesem Horst Jens gehen. Mhm. Der bringt dir dann bei, wie man sowas in Python programmieren kann. Ganz genau. Habe ich bei ihm gelernt. Wobei ein Ego-Shooter in reinem Python ist ein bisschen schwierig, ist zwar machbar, aber... In Pixelgrafik geht schon. Pixelgrafik, ja. Das Schöne ist, sie haben, also es nicht nur gibt es verschiedene Waffen, sondern du kriegst auch immer wieder so beim Level-Up dann so Karten, wo du dann halt aus verschiedenen Skills wählen kannst, wie du dich jetzt upgradest, also dass du auf dem Zauber mehr Energie hast oder dass du weiter springen kannst oder so interessante Sachen oder dass du eine neue Waffe kriegst. Und was auch sehr schön ist, die einzelnen Räume haben zum Teil zufallsbasierte Mods, das heißt, ein Modification für einen Raum ist zum Beispiel Pixelgrafik. Das heißt, die Gegner sind dann wirklich in 1991 Pixelgrafik dargestellt. Und ein anderer Mod, der mir sehr gefallen hat, den habe ich erst einmal erwischt, obwohl ich es jetzt schon über 30 Mal gespielt habe, ist einfach, dass die Feuergeschwindigkeit viermal so hoch ist. Das heißt, so ein popeliger kleiner Zauberstab, der ab und zu so Piu, Piu macht, macht dann so da-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 da und du kannst halt wie Rainbow herumrennen und alles niedermähen. Ja, also ich finde es recht nett und spiele es immer wieder und man kann dann so Charaktere freischalten, die halt andere Grundeigenschaften haben, also die besser springen können oder. Und was sind das nochmal für Gegner? Ja, die Gegner sind so das typische Fantasy allerlei. Also es gibt so fliegende Hexen, Dinosaurier, die herumlaufen. Mhm. Was gibt's noch? So Karotten, die dich angreifen in Schwärmern. Nicht so fliegende Fische, nein, es ist halt so Fantasy-Ding. Sind das 3D-Modelle oder sind das? Ja, ja, nein, das ist alles schon 3D. Okay, also das ziemlich ist, moderne Grafik oder ja, 2000er? Nein, die Grafik ist okay. Ja, das ist wirklich 3D und du hast halt auch so gewisse Fallenräume, also die du mit so geschickten Hüpfeinlagen, wo es so getimed über Lavafelder und Selbstschussanlagen springen musst, dass dann halt irgendeine Kiste mit Bonuswaffen auftrittst. Ich will mich irgendwie ein ganz klein bisschen, nicht den Roguelike-Teil, aber ich bekomme jetzt Kindheitserinnerungen von einer von meinen Lieblingsspielen damals. Hexen. Nein, Ultima Underworld. Ja, so ein bisschen. Ja, das kommt so ein bisschen. Aber mehr actionlastig. Also weniger Roleplaying und Action. Aber ich habe es ganz nett gefunden, war für 2 Euro im Steam, leider kein Open-Source-Spiel, aber interessantes Konzept, sozusagen die Elemente von Roguelike und Ego-Shooter zu verheiraten. Ich habe auch ein Spiel, aber nicht ein Computerspiel, sondern ein Karten- und Brettspiel, und zwar Seven Wonders Duel. Seven Wonders. Ja. Das ist okay, Seven Wonders 2. Nein, nicht 2, es ist Duel für 2 Spiele. Also Duel, okay. Was macht man da? Das ist so eine, man spielt zu zweit und jeder, es ist ein Kartenspiel. Ja. Und man versucht entweder durch Wissenschafts Erfolg gewinnen oder Militär, oder man hat die meisten Punkte am Ende vom Spiel. Ja.
Und Militär baut man natürlich, man bekommt es gibt drei Akten, in die es spielt so im Altgriechenland, römische Zeit und so. Jeder hat so vier Wunder, die die bauen können. Das wird alles gemischt und es gibt 12 Wunder und manche können bauen zum Beispiel Pyramiden oder was immer. Und sonst gibt es so Karten, die gemischt werden und das hat mit diesen gemischten Karten, die werden jedes Mal gleich aufgebaut, aber die sind alle gemischt und für jede Akte gibt es etwas wie, ich glaube, 20 Karten oder so. Und eine Runde ist, man nimmt eine Karte, baut es oder man nimmt eine Karte, legt es weg und bekommt ein Gold oder man nimmt eine Karte, tut es unter den Wunder, die man baut. Also du versuchst halt an deinen Wundern zu bauen. Ja, entweder man versucht durch reine Punkte zu siegen oder man mit Militär, dass man so viele Militärpunkte hat, dass es gibt auch einen Teil so, dass es geht, wenn man mehr Punkte hat, dass es dieser eine Teil fährt in Richtung von der anderen Person. Und wenn es ganz hinten ist bei der anderen Person, hast du gewonnen. Ah, okay. Also du kannst auch mit verschiedenen Strategien gewinnen. Sozusagen. Ja, diese drei. Ein strategisches Kartenspiel. Ja, es ist ein strategisches Kartenspiel. Cool. Das macht Spaß. Dann kann ich gleich einhaken, weil ich habe ein Kartenbrettspiel gespielt. Lange Zeit wieder mal ein Brettspiel und das hat geheißen Dixit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kennt das jemand von euch? Nein, ich habe selber noch nie gespielt. Aber und zwar mein Wohnungskollege hat gesagt, das musst du spielen, das ist ganz cool und man braucht aber drei Leute, damit es halbwegs funktioniert. Und es geht aber bis zu 12 Leute. Gareth, Kundschaft! Und das Coole ist, das ist ein Spiel, das so ein bisschen wie Activity oder Dings da funktioniert. Das heißt, du bekommst Karten, wo sehr psychedelische, von anscheinend eingerauchten Künstlern gemalte Bilder drauf sind. Zum Beispiel ein Segelschiff mit Flügeln oder eine kleine Ritterfigur auf einem Schachbrett oder so Zeugs. Ja. Und dann geht es darum, dass du die beschreiben musst, ohne sie zu exakt zu beschreiben. Also du musst sie so vage wie möglich beschreiben. Aha. Und dann gibt es eine Runde, dann legt jeder eine ähnliche Karte halt hin, von der er denkt, die passt eigentlich auch auf die Beschreibung. Also jeder hat solche bunte, schrecklich gemalte Karten. Und dann geht es darum, wie viele Leute deine Karte, also die richtige Karte identifizieren, als die beschrieben worden ist. Und der Gag ist, wenn der die Karte beschreibt, das zu genau macht, also wenn er einfach sagt, ein Segelschiff mit zwei weißen Flügeln und das Segelschiff ist rot und schwimmt auf einem Aug, ja? Dann würde jeder genau wissen, was gemeint ist und würden alle die richtige Karte tippen. Ja? Und dann bekommt er keine Punkte. Dann bekommt er keine Punkte. Ja? Wenn er es aber zu vage macht, ist auch schlecht. Ja? Also er muss halt schauen, dass er die meisten Punkte kriegt, aber nicht alle. Ja. Das ist übrigens dasselbe Spielprinzip wie bei Der wahre Walter, nur dass es dort geschriebene Worte gibt. Und okay. Nicht. Und das keine geht Karte. Mehr um die Person. Ja, es geht wesentlich mehr um die... Also, und dann gibt es Nobody is Perfect. Ja. Das ist auch, also auch dieses Spielprinzip. Sehr ähnliches Spielprinzip. Nobody is Perfect. Dixit ist wesentlich neuer. Wahre Walter ist das älteste von diesen Spielen. Und ich finde, macht von allen diesen Spielen am meisten Spaß. Der wahre Walter. Weil es um die Personen geht, die man beschreibt. Ja. So habe ich es auch kennengelernt. Man, man hat ein Wort innerhalb eines Satzes, da steht einfach Walter. Und dann muss man halt ein passendes Wort oder eine Phrase oder sonst was erfinden und das dort einsetzen und muss dann erraten, welches davon, von diesem, was geschrieben worden ist, der den Satz vorgelesen hat, stammt. Und es ist halt keine Vorlage, es steht nur Walter da. Das heißt, der die Karte vorliest, muss auch was erfinden. Mhm. Und liest es dann vor wie alle anderen und die anderen müssen raten, welches seines war. Ich finde dieses Spielprinzip generell super. No World is Perfect ist lustig. Dixit habe ich selber noch nicht gespielt, aber ist ja im Prinzip dasselbe Prinzip. Und Wahre Walter ist einfach genial. Ich habe auch ein Spiel, bitteschön, immer das gleiche wie das letzte Mal, das ist Township. Es hat ein paar paar interessante psychologische Aspekte dazu gewonnen. Früher hat es mir nur so gefallen gehabt, wie ich es das letzte Mal erzählt habe, dass das so hübsche Animationen sind, wo die Tiere. Das ist ein Computerspiel. Und ein Township. Auf Android, das geht aber auf PC genauso und so weiter. Also es ist so ein Sammelspiel und Stadtaufbauspiel im Prinzip.
Und zu dem Zeitpunkt, wo ich es euch erzählt habe, war das Singleplayer-Mode. Aber wow, wenn man dann gibt's Multiplayer. Ein bisschen später rennt, also ja, im Spielverlauf ist, dann gibt es Koops, wo man beitreten kann, wo 30 Spieler an einer Koop teilnehmen können. Dann Koops kriegen dann Ziele, die sie zu erreichen haben. Und zwar in Form von Aufgaben, die die Personen aber wieder einzeln erledigen müssen, aber teilweise doch wieder in Kooperation. Also man kann einander ein bisschen helfen, aber im Prinzip muss immer eine Person dann die Aufgabe erledigen. Und es ist dann lustig zu sehen, wie die Leute einander anfangen zu mobben da drinnen, aus der Gruppe hinausschmeißen lassen und so weiter. Ach. Weil manche in der Gruppe halt nicht so viel spielen, die wohnen nicht in dem Spiel und manche sind da im Prinzip immer online. Die 24-7 aus. Genau, und dann kommt ja noch dieser Aspekt dazu, dass man in diesem Spiel angewiesen ist auf das Kapital, das man gerade hat, in zwei Währungen. Da gibt es Münzen als Währung, es schon Scheine als Währung. Und an und für sich ist das Spiel kostenlos, aber man kann sich natürlich Scheinchen kaufen. Gegen echtes Geld. Gegen echtes Geld. Also pay to win. Pay to win. Und damit ist dieser lustige Mix aus einerseits Kooperation, aber andererseits auch ein bisschen Rivalität, nicht? Wer ist wie gut innerhalb der Gruppe, was am Schluss wohl darauf hinausläuft, wer investiert wie viel in das Spiel, beziehungsweise... Nur damit er vor den Typen, die er wahrscheinlich gar nicht kennt, in der Gruppe besser dasteht. Ja, nicht unbedingt, sondern damit die, auch hauptsächlich, damit du in der Gruppe bleiben darfst, damit du am Ende der Kampagne der Gruppe, das nennt sich dort Regatta, mehr Punkte hast, weil alle in der Gruppe kriegen die gleichen Belohnungen. Und wenn deine Gruppe besser ist, kriegst daher du auch bessere Belohnungen. Also die tun wirklich auf die soziale Ebene. Ja. Und so auf verschiedenen Ebenen. Ja, also dieses ganz einzeln und zusammenhelfen und dann doch Rivalität. Du sollst Gruppe aber schon echtes Geld dann investieren. Und am liebsten echtes Geld. Aber wenn man sich da manche anschaut, natürlich gibt es rund um das Spiel auch wieder diverse Hacks, die dann immer wieder der Entwickler dann doch wieder zudreht und so weiter. Also ich finde ein sehr... Sehr faszinierend. Und Abgründe des Pay-to-Win-Prinzips. Und eigentlich, wenn man sich die echte... Also diese Animationen sind echt bezaubernd. Also man kann echt dem Spiel eine Stunde zuschauen und nur die Animationen, weil die so süß gemacht sind. Aber wenn man die jetzt einmal wegnimmt, die Animationen, also die hübschen Grafiken, wenn man sich das überlegt, was da überbleibt, das könnte man alles wieder programmieren, so ähnlich, da habe ich wieder dran gedacht, weil ich war ja letztens bei dir bei deinem Vortrag da, wo du so ein bisschen anklingen hast lassen, wie man so ein Roguelike im Prinzip mit ASCII-Zeichen und mit Plain Code, nicht irgendwelchen wüsten Algorithmen, sondern es ist einfach fröhliche Entscheidungsbäume, die du da durchgehst. Und im Prinzip ist in der App auch nicht mehr drin. Also das Ding könnte man im Prinzip auch selber runterprogrammieren, wenn du noch einen Grafiker hinkriegst, der diese hübschen Animationen macht. Wenn du auf die verzichtest, kannst du das selber machen. Und die machen ordentlich Geld damit. Also wir sind jetzt, glaube ich, in der Kampagne Mannschaft, ich glaube das letzte Mal waren wir irgendwo so um die 35.000 oder so. Und pro Mannschaft sind 30 drinnen. Also 30 Leute, oder? 30 Leute. Ja. Also du bist jetzt in einer Gruppe mit 30 Leuten, die einen gewaltigen Gruppendruck aufbauen, dass du da performst. Und wir waren ungefähr so Mannschaft Nummer 35.000. 35.000, also heißt? Da spielt rund 1 Million Leute gerade. Das ist schon ein interessantes... Ich kapiere das mit den 35.000 nicht, sorry. In unserer Gruppe 30 Leute, ja. Und es gibt 30.000 Gruppen. Und es gibt 30.000 Gruppen, also die an diesen Regatten teilnehmen. Ein Zehntel Million Leute spielt das Spiel jetzt. Eine Million spielt da mit. Und ziehen das sich das Geld aus der Tasche, wahrscheinlich, also es ist nur 10% davon, dann bleibt da genug übrig. Und ich investiere, am Anfang habe ich auch da Münzen hineingeworfen. Wirklich? Echte? Ja, weil du ein bisschen weiterkommen willst. Und irgendwann knäst es dann doch und das könnte teuer werden, dann drehst du zusammen zu. Und dann schaust und auf die Art Wurdest und Weise... Wurdest du schon gedisst von der Gruppe? Nein, dafür bin ich noch gut genug. Aber ich bin jetzt 35 so ungefähr, weiß nicht, vielleicht 20. oder 22. oder so. Nicht? Und damit siehst du so ungefähr schon nach unten. Den Aufwand und das Geld. Und manche sind halt mehr Zeit drin. Und manche werfen da Münzen drauf und manche hacken das Ding halt. Das sind so die Varianten, die dann. Seitdem bist du entweder pleite oder hast keinen Job mehr. Oder kein Leben. Noch. Oder weiter unten in der Mannschaft. Das sind die Optionen. Das ist ein MMO fast. Ist es. Eigentlich ist es ein MMO. Ja, aber die MMO haben eine Flatrate gehabt. Ne? Nicht alle. Da gab es auch dann Game-Verkäufe. Gibt. Alles klar. Ich meine, ich spiele manchmal, nicht heute so viel mehr, habe gespielt Guild Wars 2. Ja. Und das gut, die
Gut, bei Guild Wars 2 ist das Geld, was man darauf zahlt, kann man nur wirkliches Spielgeld kaufen oder kosmetische Sachen. Mhm. Das war gut. Also die du eigentlich nicht brauchst. Ja. Oder nur cooler ausschaust. Cooler ausschaust, ja. Mhm. Aber man kann auch Spielgeld ins Gems, heißt es, umtauschen, aber das ist dann sehr teuer. Und manche Sachen sind brauchen sehr viel Spielgeld und dann ist es leichter. Was ich auch sehr schön finde, sie haben sehr gut austariert, dass das Ding, alles kostet im Laufe der Zeit immer eine Spur mehr, aber es ist perfekt austariert. Also es ist nicht so, dass du während des Spiels das Gefühl hast, jetzt, genau. Und dadurch musst du auch immer mehr Spiel arbeiten, tun und damit wird es immer schwieriger und immer mehr Aufwand. Und so also wächst ideal, das wenn dich dein echtes Leben anzipft und du eigentlich absolut, eine alternative Realität also, suchst. Also gute Chance auch für eingebaut. Ja, ja. Gute Chance für Spielsüchtige, aber auf die Art und Weise können auch Anfänger relativ leicht ein bisschen weiterkommen, nicht? Und dann wird es immer schwerer. Ist es von einer koreanischen Firma zu verlangen? Ich habe keine Ahnung. Das klingt total koreanisch, wenn ich ehrlich bin. Aber das stelle ich mir einen interessanten Job vor, das auszutarieren. Mhm. Weil ich nehme an, das werden es auch erst mit der Spielentwicklung entwickelt haben, diese Modellierung da dahinter. Die Flatrate ist so mehr amerikanisches System und Korea mit ihrem, das Tupeto ist wirklich koreanisch, MMOs belieben. Also wir sprechen hier jetzt eine allgemeine Warnung vor diesem Spiel aus. Aber es hat Physik ist großartig, ja, ja. Ja, ja. Okay. Ich habe noch was Schönes zu erzählen, weil sich die Themen zwangsläufig einer schirchen Zukunft nähern. Ich habe auch noch schöne Themen. Du hast auch noch schöne. Ja, dann mach du eins. Okay. Ja, ich habe zwei Serien, davon nehme ich jetzt erstmal eine. Rick und Morty. Okay, Rick und Morty. Boah, das ist schon so lange her, dass ich das angeschaut habe. Ich habe das so gesuchtet, die Serie. Nicht nur du. Also direkt eine Empfehlung für ist jeden. Ist jetzt schon wieder neue rauskommen? Keine Ahnung, okay, ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen. Ja, mehr habe ich auch nicht gesehen. Okay. Muss man dazu sagen, das Coole war, die wurden auch wirklich im Web gezeigt. Also man hat die sich gratis und ganz legal im Web anschauen können auf so einer gewissen Homepage. Die haben so eine Webplayer-Sache gehabt. Also wie bei South Park. Ich nehme an, ja. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich habe sie woanders gesehen, ich mache aber für diesen Anbieter keine Werbung. Jedenfalls die Serie ist echt grandios. Also es ist eine Zeichentrickserie. Und diese Zeichentrickserie setzt nicht wirklich auf schöne Grafik, sondern auf einfach... Es stellt das dar, was sie zeigen wollen. Also so South Park-Grafik eigentlich, nicht einmal auf dem Niveau. South Park, das ist ja nochmal was ganz anderes. Ich würde sagen, sie ist in der Tradition von Futurama und durchaus, Family Guy. Family Guy, ja, so auf dem Niveau. Aber noch schircher. Aber vor allem sehr viel gewalttätiger und alienmäßiger. Und also man ekel. Zu sehen. Ja. Also alle Monster sind irgendwie sehr eklig. Ja. Und dieser Ekel und die Gewalt, die in der Serie sozusagen stilistisch dargestellt werden, auf extreme Art und Weise bleibt halt nicht nur bildlich, sondern wird auch akustisch und besonders in der Geschichte dargestellt. Die Geschichten sind sehr böse, ja, das kann man schon sagen. Ja. Also, aber andererseits muss man auch dazu sagen, extrem lustig. Ja. Lustig und böse zur selben Zeit. Also wir warnen auch hier vor. Sagen wir mal ja, so. Ja, macht uns ein bisschen gut. Das Rick und Morty, ja. Oh ja, ich habe das innerhalb von wenigen Tagen. Also man sucht das sehr schnell. Und wird weniger Sucht gemeint als so Gewalt. Das ist auch not safe for work, nämlich. Not safe for work, ja. Achso, ich weiß nicht, was enthält das. Nein, es gibt keinen Sex. Not safe to work für der inklusive eine nackte Frau. Ja, das kommt nicht vor. Oder schon diverse nackte Aliens und. Ja, alles halb so viel. Moralisch sehr fragwürdige Handlungen. Okay, doch, safe for work. Ja. Oh, wirklich? Okay. Ja, doch. Ja. Ich kann es auch nur rundum empfehlen. Also man muss dazu sagen, der Standardplot ist eigentlich, dass der sehr verrückte Großvater eine Zeitmaschine oder Paralleluniversum und alles Mögliche gebaut hat. Und der Einzige, mit dem er halbwegs befreundet ist, ist der Enkel. Mhm. Und seine Tochter, glaube ich, das ist die Mutter. Und der unfähige Schwiegersohn, die verachtet er zutiefst. Ja. Und dann gibt es noch die Tochter Schwester von der Tochter. Also die Enkelin. Mit der versteht er sich auch noch ein bisschen. Ne? Ja. Ja. Die wird übrigens von einer bekannten Person gesüngt. Nee, im Englischen gesprochen. Ja. Und zwar von Sarah Chalk oder
Chalke ist die. Das ist die aus Scrubs, die Blonde. Okay. Okay, was kann er mehr? Ja. Gut. Ja, und der typische Plot-Twist ist halt, dass der Großvater den kleinen Morty nimmt, also den, seinen Enkelsohn, und sagt, ja, er muss ihm schneller mal helfen, irgendein Problem zu lösen. Mit, ja. Dann geht es durch ein Dimensionsloch halt in eine extrem seltsame, anderes Universum oder Zeit- oder Ortsreise, wo halt dann meistens auch sehr viel schief geht. Mhm. Und der Kleine will auch nie. Ne? Der hat immer so diese heilen Moralvorstellungen, wie man sich benehmen will. Der Großvater erklärt ihm immer halt, dass die Welt ganz anders funktioniert. Der ist wirklich gnadenlos. Ja. Ja, was aber noch interessant ist, der Großvater ist Alkoholiker. Ja, ja. Starker Alkoholiker. Und auch sehr moralisch fragwürdig. Ja, und wohnt in der Garage, mehr oder weniger in der Garage seiner Tochter. Ja. Und Morty geht noch, ist wirklich noch ein Kind. Geht noch in die Schule, ja. Ja. Und interessant ist halt, macht dann Ricky, macht dann Morty ganz klein. Und schießen in die Blutbahn von einem Penner. Ach so, dieser berühmte Film, ja, ist der Reise in sich. Ja, und da kommt dann Pirates of the Pancreas vor. Was, also wissenschaftlich kommen da auch sehr interessante, wirkliche Dinge vor. Also das ist nicht irgendwie einfach nur Quatsch, sondern wissenschaftlich haben die da auch viele Hintergründe. Zum Beispiel eine sehr gute Darstellung übrigens was ist, wenn sozusagen zu jeder Entscheidung, die man treffen könnte, beide Entscheidungen in zwei verschiedenen... Dieses sich gabelnde Universum der Möglichkeiten. Aufteilen würde. Und das haben sie auch gut dargestellt. Parallel Bildschirm geteilt. Ja, ja, und dann wird es immer mehr. Rick war der Einzige, den man sozusagen doppelt gehört hat. Alle anderen Personen haben durcheinander gesprochen. Das war ein sehr interessanter Effekt. Und anschließend wird es nochmal geteilt, bis dann ganz viele... Und das war richtig chaotisch. Parallel, ja. Ja, und das war grandios dargestellt. Man konnte die einzelnen Personen nicht mehr folgen. Aber der Effekt, der wurde sehr gut dadurch dargestellt. Also wirklich... Nur um ein kleines Beispiel zu geben, auf was man sich einlassen muss, es kommt natürlich dieses typische Klon-Problem vor, also wenn man sich zu oft klont, wer ist dann der Echte? Und Rick löst das natürlich so, dass er die anderen Klone alle umbringt. Und die Klone sind dann wie die 10 kleinen Negerlein in dem Spiel, werden halt immer weniger, weil sie sich gegenseitig vernichten. Und es ist nicht so, dass irgendeiner von den Klonen Mitleid hat oder so, weil jeder überzeugt ist, dass er der echte Rick ist. Es ist extrem. Nett. Ja. Oder in einer Folge kommt plötzlich eine Person vor, als Parasit. Nein, sondern ich habe mir gedacht, ihr erzählst da eigentlich einen ziemlichen Schwachsinn. Ja, jetzt, wenn man das ist auch ein cooler Schwachsinn. Dann ist mir dazu, wenn ihr dann fertig seid, ist mir dazu eingefallen, dass ja gerade jetzt eigentlich ein Schwachsinn passiert ist, der zumindest genauso irrwitzig ist. Seid ihr fertig schon? Ja, erzähl du einfach mal. Also ich war ja jetzt in Mülheim, da beim Easter Egg, und da bin ich auch in Frankfurt mit der Schnellbahn gefahren, und Bahnhof und so weiter. Und auf den Monitoren dort von der Schnellbahn hat er jetzt jemand einen Bildschirmschoner installiert, mit Hilfe von Software von der NSA. Und auf dem Bildschirmschoner ist ja dann gestanden, dass man Bitcoins überweisen soll, dass man dann nicht mehr deine Daten verschlüsselt. Geil. Indem man das ist genau der gleiche. Das war auf einem öffentlichen Terminal in einem Flughafen. Bahnhof. Im Prinzip. Geil. Das heißt, du hast Windows das wirklich verwendet. Gesehen? Nein, ich habe es nicht mehr gesehen. Ach so, ich habe nur die Bildschirme wiedererkannt, instantan, wo es am Freitag auf Twitter die Screenshots oder die Fotos gepostet sind von den Screenshots von den Bildschirmen, dass wirklich auf den Monitoren in einer Station, in der ich ausgestiegen bin, das war zu erkennen aufgrund der Züge, wo sie hinfahren und wo sie herkommen und so weiter, dort auf dem Monitor, auf den ich geschaut habe, dort war jetzt Ransomware drauf. Mhm. WannaCry heißt WannaCry ist das ganze Konstrukt rundum und um, nicht? Und es ist ja eigentlich schon Wahnsinn, dass das eigentlich ja ein Exploit ist, der nur deswegen da ist, weil die NSA, NSA ihn nicht nur nicht disclosed hat, sondern eben gehortet hat und ihnen geleakt ist. Und der hat nur Windows-Systeme betroffen? Und zwar, das ist nämlich das Interessante, normalerweise die Ransomware verbreitet sich im Prinzip nur per E-Mail, aber dieses Ding hatte gleichzeitig auch versucht, über das SMB-Protokoll, über die Shares sich zu verbreiten durch einen Bug. Und zwar nur über SMB1 als Protokoll, was relativ alt ist. Also das ist ein Zeichen, dass die Netze, die da befallen worden sind, alle miteinander nicht besonders gut gewartet sind.
Also ja. Deswegen war Windows 10 zum Beispiel nicht betroffen, aber bis runter zu Windows XP waren sonst alle betroffen. Mhm. Und Microsoft hat sich sogar genötigt gefühlt, einen Bugfix für Windows XP, obwohl das seit mehreren Jahren nicht mehr supportet wird, herauszugeben, um das einzudämmen. Auch ein nettes Detail dazu, Windows 7 und Windows Vista und auch Windows 8 waren nicht jetzt betroffen, wenn sie gepatcht waren, weil Microsoft zufällig letzten Monat einen Patch rausgebracht hat. Das heißt, die sind schon informiert worden, dass sie diese Löcher stopfen sollen. Ja. Und jetzt haben sie eben noch nachgeschoben, wie du gesagt hast, für XP, für Windows 2003 Server und noch irgendein drittes System. Ah, ja, Vista, cool, Vista ist nämlich auch nicht mehr im Support meines Wissens. Ja, dann ist Vista gewesen. Ja. Aber und hier möchte ich auf jeden Fall an alle Leute appellieren, spielt die Scheiß-Updates regelmäßig ein. Ich weiß, dass ihr die vielleicht hasst, aber spielt wenn sie unbedingt ein. Windows verwendet. Egal welches Betriebssystem. Das ist nicht mal der falsche Rent von dir. Wieso? Weil der Standard-Rent kommen müsste. Gegen Antivirensoftware? Genau. Okay, das kann... Weil wo ist der Konnex zu Virenscannern? Die haben sie alle nicht erkannt. Nicht nur das, sondern auch die Verbreitung war, wenn man einen Virenscanner installiert hatte, länger. Genau, richtig, weil nämlich eine Seite nicht aufgerufen werden konnte. Es hatte der ursprüngliche Exploit auch einen Kill-Switch, wenn eine gewisse Domain registriert war. Und der Request auf dem DNS-Server erfolgreich war, dass es diese Domain gibt. Ich glaube sogar ein HTTP-Request, aber es ist ja egal. Okay, dann, DNS. Also wenn es einen DNS-Eintrag gibt, dann dreht sich der Exploit selber ab. Ja. Und diesen seltsamen Request hat Sophos erkannt und geblockt. Und dadurch hat sie sich auf die Art und Weise verhindert, dass sich der Virus selber abdreht. Ja. Also er hat sozusagen den Kill-Switch deaktiviert. Aber es geht noch weiter, nämlich Proxys zum Beispiel, wenn Proxys, um ins Internet zu kommen, nötig waren, hat das Ding auch nicht funktioniert. Und deswegen meine ich, dass das Ding einen HTTP-Request gemacht hat, weil nämlich DNS-Server meistens auch in einem Firmennetzwerk nach draußen weitergereicht werden. Kommt immer darauf an, wie schnell wieder. Aber ich habe gelesen DNS, egal. Ja. Okay. Haken an der Geschichte, warum ist ein Killswitch drinnen? Warum baut man den so komisch ein, dass ihn jeder abdrehen kann? Da ist irgendwas nicht ganz koscher. Wir werden sehen, was sich damit noch tun wird. Also jetzt schwirren gerade die Verschwörungstheorien durch die Gegend, was da jetzt alles noch rundherum kommen wird. Aber ganzes Ende wird es nicht. Hat das überhaupt funktioniert, wenn dann jemand so blöd war und denen da Bitcoins bezahlt hat? Ah, ja. Dann waren wir doch nicht da. Viel, aber ja. Also 30.000 wird geschätzt. Ja, von 3 Bitcoin-Accounts haben die von diesen 30.000 gezählt. Aber auch das ist wieder eigentlich unprofessionell, also, dass sie so wenige Wallets verwendet haben, weil damit sind die Wallets quasi vergiftet. Also du kannst relativ leicht jetzt dann nachvollziehen, wenn jemand mit Bitcoins bei dir einen Kurs zahlen würde, könntest du schauen, ist das eine von den betroffenen Wallets und könntest damit die sozusagen zurückverfolgen. Also diese, warum... Es sind einige Sachen überraschend stümperhaft bei der Sache. Also ja, ich weiß nicht, ob es stümperhaft ist. Ich würde eher sagen, die Leute waren durchaus fähig, aber sie waren skrupellos. Denen war, sie hätten wesentlich effizienter sein können. Also denen ging irgendwie, stimmt da sowieso etwas nicht. Wir werden schon noch sehen. Demnächst in diesem Podcast. Und mehr als ein Dutzend Krankenhäuser in England waren damit landen. Ja. Inklusive Patienten heimgeschickt, weil sie nicht mehr auf Daten zugreifen konnten. Mhm. Also Krankenhäuser sollten nicht am Internet sein. Oder Windows verwenden. Ja, genau. Ich würde sagen, das ist nicht mal Schuld von Betriebssystemen oder sonst was, sondern von den Unternehmen, weil die Unternehmen spielen die Bugfixes fast nie ein. Ja, die warten da monatelang zum Teil. Das muss ja erst getestet werden, ob da noch alles funktioniert. Wurden auch Beispiele genannt, wie ein MRT also das Ding vor 13 Jahren oder was gebaut, das Ding funktioniert noch immer, du kannst noch immer damit deine Untersuchungen machen, aber die Firma gibt es schon längst nicht mehr und der PC, mit dem die Daten ausgelesen werden, ist ein Windows XP-Rechner mit einem Samba 1-Share drauf. Also es ist die Frage, wie kann man sowas, das darf wirklich dann eben, wie du sagst, das darfst nicht vernetzt haben zu anderen Rechnern, damit sowas nicht passieren kann. Ich habe noch was Schönes, bevor wir uns dem Österreich widmen. Ja. Du hast noch eine Serie, hast du gesagt, gell?
Ja, mach das mal. Lass mir. Also okay, ich kann berichten von Wandern. Und zwar habe ich die Myrafälle bewandert. Die sind in der Nähe von Wiener Neustadt. Und habe ich gemacht mit der Facebook-Gruppe Die Stravanzer, mit der ich schon letztes Mal in der Lobau war. Und das war sehr nett, speziell das war sehr nett zum zweiten Mal dort zu sein, mit den größtenteils denselben Leuten, weil man halt besser ins Gespräch kommt. Und es waren diesmal nur 70 Leute, das hat mit einer Beschränkung der ÖBB zu tun gehabt. Wir sind mit einem kleinen, von Wiener Neustadt mit einem sehr kleinen Zug dorthin gefahren. Und die Myrafälle selber kosten 3 Euro Eintritt. Was sind die Myrafälle? Das ist im sehr, sehr, sehr entfernten Niederösterreich, also fast schon an der Grenze dann Richtung Steiermark ist das, glaube ich, ist das ein Wasserfall eigentlich, den man hochwandern kann, gegen 3 Euro Eintritt. Und oben ist dann noch einmal so ein Kugel, auf dem man hinaufwandern kann und hat so einen schönen Blick von einer sehr steilen Steilklippe hinunter. So ein netter Tagesausflug von Wien. Also man fährt um 8 Uhr weg und ist um 6 Uhr zu Hause mit ausgewichst Mittagessen. Und ja, ich kann es nur sehr empfehlen. Facebook-Gruppe Die Stravanzer machen, glaube ich, nächsten Donnerstag einen Ausflug auf die Hohe Wand. Man kann sich einfach anmelden. Und ist recht nett, weil halt ein Großteil der Leute Expats waren, die Englisch reden und aus aller möglichen Länder kommen. Also man hat nicht die... Man ist in Österreich, aber nicht mit so vielen Wienern auf dem Fleck. Ja. Das ist, glaube ich, der Hauptvorteil. Fotos davon habe ich auch auf Facebook gepostet. Du hattest noch eine nette Serie? Ja, durchaus nett. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir mal diese ganzen Marvel-Serien, die es gibt, auch an. Bisher habe ich die DC-Serien mit gemischten Gefühlen angeschaut und dachte mir, okay, Marvel, die bringen auch die besseren Filme derzeit raus. Schaue ich die mir mal an. Und dann habe ich eben Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. Angeschaut. Das ist in dem Marvel-Universum halt so eine Organisation, die gegründet worden ist, um die Welt sicherer zu machen vor einer Organisation, die sich Hydra nennt. Nennen sich dann S.H.I.E.L.D. Und da gibt es dann ein Team und die haben ein super tolles Flugzeug und können damit herumfliegen und Hightech. Und sind sie auch so irgendwie Superhelden? Oder? Nein, sie sind keine Superhelden, sondern Menschen. Okay. Zumindest zu Anfang. Also sie bekommen dann später mit Menschen zu tun, die dann Fähigkeiten haben und auch zum Teil aus dem Filmuniversum gibt es dann Überschneidungen, dass bestimmte Charaktere... Cross-Marketing. Ja. Ja, zu den Stories. Die erste Staffel fand ich gut, die zweite Staffel, lolala, die dritte schaue ich mir gerade an und ich finde, dass die Eigenschaften der ersten Staffel komplett verloren gegangen sind. Die erste Staffel hat mir so viel besser gefallen von den Charakteren und wie sie ausgearbeitet haben. Beispiel, da war am Anfang halt so ein kleiner Twist. Sie haben eine Hackerin aufgegriffen, die sie dann auch noch dann ihre Fähigkeit nutzen, um sich irgendwo reinzuhacken und so weiter. Das ist ja schon eher Cracken. Und das wird überhaupt nicht mehr in der zweiten Staffel so wirklich thematisiert. Und in der dritten bisher gar nicht. Also diese Person hat jetzt einfach ganz andere Eigenschaften. Was ich aber gut fand, ist, dass sie sich entwickelt. Das heißt also, dass sie durchaus Charaktere austauschen und verändern lassen, wirklich, aber trotzdem die meisten Folgen ein bisschen abgeschlossen sind. Das heißt also, wenn einem eine Folge fehlt, ist nicht ganz so schlimm wie bei anderen Serien, aber auch ist nicht vorgesehen eigentlich. Ja, ich finde sie prinzipiell gut, besser als die DC-Serien auf jeden Fall, die zum Teil eine Katastrophe sind, vom Aufbau her, von der Erzählstruktur. Ja. Und das Ganze ist aber, nimmt sich ernst, das ist nicht irgendwie lustig oder selbstironisch wie jetzt dieses Guardians of the Galaxy. Ja, es ist ernst. Also okay. Es ist wie die Filme ernst, bis auf Guardians of the Galaxy so weiter. Also ich kann sie durchaus empfehlen, wenn einem sowas gefällt mit Superhelden. Okay, Agents of S.H.I.E.L.D. Zumindest erste Serie ist ja von Dennis eine Empfehlung. Ja, durchaus. Okay. Es gibt direkt als Spoiler sozusagen für irgendwann später im Podcast
ein paar Folgen später. Es gibt auch eine andere, gibt andere bessere Serien in diesem Universum. Okay. Marvel. Gut, meine Herren, wir haben ein trauriges Thema zu verhandeln. Wir leben in Österreich. Da gibt es eine Partei, die heißt ÖVP und die wurde jetzt kürzlich von einem Kind gekapert. Kann man das so sagen? Ja, ich weiß gar nicht, ob es so aufregend ist. Also ich meine, ist es gekapert oder ist es nur umbenannt und Obmann ausgetauscht? Und also ein ÖVP-Obmannwechsel als für Nicht-Österreicher, das gehört so zum österreichischen Ritual dazu, dass die ÖVP alle paar Jahre. 5 in 14 Jahre, glaube ich, war es. Ne? Ja, ja, so irgendwie. Die tauscht halt regelmäßig ihre Obmänner auf und erhofft sich davon. Moment, etwas. Wie oft pro Jahr? Naja, nicht jährlich, aber na, alle zweieinhalb von Wahl zu Wahl. Ja. So immer öfter halt. Ne? Ja. Aber das Witzige war eben, es war, also gefühlt war es ein Putsch. Ja. Ja. Kompletter Putsch. Und zwar ist es lustig, ein Putsch von eigentlich einem Mann gegen, noch dazu ein Mann aus der Jugendorganisation oder ja, dem Außenminister. Dem Außenminister, also, ja, stimmt. Der wurde ja auch aufgebaut systematisch. Der Jahre- oder jahrzehntelangen Hoffnung, also ja, so gesehen nicht so überraschend, dass es ja er macht. Nur er hat noch vor kurzer Zeit auch erzählt, dass er nicht als Obmann zur Verfügung steht. Auch bis hin vor einer Woche hat er sich noch geziert. Ja, und die Partei eigentlich erpresst, ne, dass er es nicht macht, ja, wenn sie nicht das und das macht. Ja, das wobei einige von den Sachen sind eben Parteistatut schon drinnen, ja, also die waren gar nicht so aufregend, wie sie geklungen haben. Nur halt entsprechend sind nicht der Realwelt sozusagen. Mhm. Es ist dann, bleibt aber weiterhin die Frage, inwieweit das, was ihm jetzt zugesichert wurde, Scharade ist, damit das entweder macht oder damit die Öffentlichkeit glaubt, ja, es ändert sich was. Und in Wirklichkeit ziehen eh die gleichen Leute die Fäden und es ist nur eine andere Figur. Die österreichischen halt Zeitungen sind jetzt voll von Kurzanalysen, wo auch genau das verhandelt wird. Wie sehr kannst du dich gegen deine eigene Partei stellen, ohne dass du dann zum Beispiel die Parteienförderung verlierst und vor allem die Mitarbeiter, ne, die ganzen freien Land. Wobei es wurde ja nur die Partei umbenannt, sonst denke ich nichts. Aber das ist für Österreich schon sensationell. Die Partei heißt jetzt Liste Sebastian Kurz ÖVP, ne? Aber so ungewöhnlich ist das auch nicht. Also nicht für die ÖVP, aber für da ist es sehr verwunderlich, weil das eine altgediente Partei ist. Nicht? Aber Parteienumbenennung haben wir in der freiheitlichen Ecke immer wieder gehabt. Ja, hat ihnen im Endeffekt auch nicht so viel geschadet. Und eine Liste Haider hatten wir auch zeitweilig. Also das dieses Liste und Name, das ist auch ein Muster, was es in Österreich immer wieder gibt. Und Team Stronach und so. Also dass da ein Name vorkommt, ist nicht so die Spezialität. Aber dass die ÖVP, ich habe das bisher gar nicht so wirklich mitbekommen, dass sie sich umbenannt haben sogar. Ja, ich dachte, das sei jetzt alles Satire gewesen. Oder nein, so. Nein, das ist wirklich. Ja, eigentlich hat sich auch gar nicht die Partei umbenannt, sondern es tritt nur eine Liste mit anderen Namen bei der nächsten Nationalratswahl an. Okay, die Partei heißt weiterhin ÖVP. Das werden man wirklich noch sehen, was da dann passiert, weil da geht es eben genau um die Sachen, die der Horst gerade gesagt hat, weil wenn es eine andere Partei ist, kriegen die dann Parteienförderung schon oder noch? Oder wie funktioniert denn das rechtlich dann alles? Also, ja. Ist es die ÖVP, aber sie soll jetzt anders ausschauen und anders. Lustig ist schon, dass er nicht den Vizekanzler macht. Ja. Das wird jetzt der Herr Justizminister, was auch eine Verwunderung ist und ein bisschen. Das ist so, dass man nicht merkt, Wirklichkeit seine, sagen wir, begrenzte Kompetenzen, finde ich. Und die andere Sache ist mit Kurz. Es ist in den Medien mehr so vorgekommen, dass er hat alle Opposition und Demokratie so hat gesagt, ich mache es, aber nur wenn ich 100% der Macht habe und entscheide 100%, wer es macht. Innerhalb der Partei, Als komplett, keine darf mitreden. Das heißt, er hat jetzt eine Diktatur in der ÖVP gegründet. Genau. Naja. Auf dem Papier. Ja. Prinzipiell habe ich ja nichts gegen Diktatur. Wobei wieder teilweise mit recht interessanten Ansätzen wie Reißverschlussprinzip, also Besetzung der Nationalratswahllisten abwechselnd Männlein, Weiblein. Aber das war ja auch schon beschlossen. Glaube ich nicht. Doch, ganz was stimmt, das war auch nicht. Also nur sehr wenig von dem, was da jetzt kolportiert wurde, ist wirklich nicht original von ihm, sondern vieles war entweder Beschluss oder hat es schon irgendwie vorher gegeben. Zumindest nicht verboten.
dann in gewissem Sinn ist die Koalition aufgelöst jetzt, also die Regierungskoalition. Der Kanzler hat heute auch verkündet, ja, er akzeptiert den neuen Vizekanzler, aber ab jetzt spielt er freien Kräfte, was bedeutet, dass auch andere Mehrheiten gesucht werden, solange sie für Gesetzgebung reichen, was dann innerhalb von 2 Stunden wieder widerlegt wurde, weil da gab es dann Antrag von zuerst den Grünen und dann nochmal von den Neos zur Öffnung der Ehe auf Homo-Ehe. Genau. Und das hat die SPÖ dann wieder mal nicht. Und zwar wirklich Ehe und nicht nur Partnerschaft, also das eben gleichzustellen. Und das hat ihn dann, dass es die ÖVP nicht wollte, war relativ klar. Aber es hat noch der Jarolim von der SPÖ gesagt, ja, sie sind ganz klar dafür, dass das so ist. Aber sie haben immer nicht dafür, weil es ja keine parlamentarische Mehrheit gibt. Genau. Das ist halt fraglich. Ne? Ja. Tja, aber Demokratie in Österreich ist prinzipiell schwierig. Aber so löst es. Momentan ist das alles ziemlich im Aufruhr und so. Ja. Was man als positiv an dem Ganzen noch sehen könnte, es tut sich ein bisschen was in der Politik und es berichten wieder mal die Medien ein bisschen darüber und vielleicht wachen ein paar Leute auf und schauen sich Sachen genauer an. Man kann es auch prinzipiell positiv sehen, dass es ein relativ junger Mann ohne Studienabschluss zusammenbringt, Chef einer etablierten Partei zu werden. Also jetzt nicht, dass ich in dem Fall positiv finde, aber prinzipiell, es zeigt, dass in Politik halt immer etwas Neues möglich ist. Das ist jetzt kein Vor- und kein Nachteil. Ich finde da nichts Positives und nichts Negatives. Das ist für mich, er ist Politiker, Punkt. Schon. Ich meine, hier in Österreich, für meine Ausbildung, habe ich hauptsächlich nur Anerkennung wirklich dafür bekommen von Ausländern. Wofür hast du Anerkennung bekommen? Für zum Beispiel von meinem Level von Ausbildung, dass ich wirklich von Leuten gesagt habe, es ist toll, dass du so viel studiert hast, habe ich fast nur gehört von Leuten. In Österreich, haben wir vorher gesprochen mit der Renate. Ich meine, ehrlich gesagt, ich sehe nicht, wo diese Kurz bewiesen hat, dass er dafür geeignet ist, diese Arbeit zu machen, außer dass er schöne Gesicht hat und bla bla bla. Er ist jung und fesch und hat halt ein Talent für welche Positionen er vertreten soll, die halt zumindest in seiner Partei oder gut kommen. Ja, wahrscheinlich. Tolle Qualifikation, jung und fesch. Also die Qualifikation zum Obmann, finde ich, hat er sehr, sehr wohl bewiesen. Ja, dass ja, er es geschafft hat, diese Partei dazu kapern, das ist ziemlich beeindruckend. Das als ÖVP-Obmann ist nicht unbedingt etwas, was man seinen Freunden als Schicksal wünscht, dass in Österreich traditionell ein Schalter sitzt. Parteichefs, die keine Akademiker sind, haben wir in Österreich auch immer wieder. Ich sage jetzt einmal Strache. Taxifahrer. Strache, aber sonst fällt mir Feimann, Der Feimann war kein Akademiker. War auch kein Der war Taxifahrer. Ja, also das ist... Ja. Ich finde es zumindest interessant. Ne? Es zeigt, was im Leben möglich ist. Auch in Österreich. Ich finde es eher andersrum. Also ich hätte eigentlich lieber Politiker, die vom Fach eine Ahnung haben. Also ich hätte ganz gerne einen, der irgendwie was mit Wissenschaft zu tun hat. Als Wissenschaftsminister und als Soldat, als Verteidigungsminister. Das ist wieder ein anderes Thema. Polizist als Innenminister. Also ich denke, da möchte ich jetzt die Polizisten durchaus in Schutz nehmen. Ich habe durchaus mit den Führungsriegen, Polizei schon gehört, dass die prinzipiell auf der richtigen Bahn sind. Also Polizeichef zum Beispiel scheint wirklich eine kompetente Person mit einer guten Meinung in meinem Sinne zu sein. Man hört das ja immer wieder bei jeder Regierungsumbildung oder bei jedem Regierungswechsel, dass wie kann denn der jetzt dieses Minister leiten, zum Beispiel ein klassischer Fall Zivildiener, der Verteidigungsminister wird, was wir vor kurzem gehabt haben. Ja. Und da muss ich schon Politiker in Schutz nehmen und sagen, das ist nicht der Job von einem Politiker, dass er jetzt die größte Sachkenntnis auf dem Gebiet hat. Das schadet nichts, aber das ist nicht sein Job, sondern Job als Politiker ist eigentlich, dass du schaffst, ein Ministerium zu leiten. Und da geht es ja um politische Loyalitäten und um politische Mehrheiten, die du einbringen musst. Mein Gegenbeispiel dafür ist die Environmental Protection Agency unter Donald Trump. Naja, die wird jetzt abgesägt. Ne? Ja, das ist genau jemand, der gar nichts von dieser Wissenschaft weiß. Ja, okay, das ist dann halt ein klares Signal, ich will gegen... Wenn das dann ein Totengräber ist von dem jeweiligen Ressort, dann ist es auch keine gute Idee. Nicht? Ja, aber ich finde schon prinzipiell, dass du als politische Partei das Recht haben musst,
ein Ministerium jetzt auch mit einem etwas fachfremden besetzen zu können. Ja. Wie zum Beispiel sein Job als oberster Minister in Österreich ist jetzt nicht, dass er die super Fachkenntnis hat in dem Gebiet. Dazu hat er seine Beamte. Ne? Sein Job ist, dass er, dass er das Ministerium leitet und da brauchst du eher juristische und parteiinterne Fähigkeiten. Aber juristisch haben sie null Ahnung. Die wissen, zum Beispiel in Deutschland gibt es des Öfteren dann so eine Umfrage, ja, was ist der Inhalt der Verfassung? Also das Grundgesetz ist in Deutschland. Ich kann die zum Teil gar nicht mal sagen, was da drin steht. Und der EuGH gibt bei uns auch Gesetze. Also richtig. Also da sieht man, dass die eigentlich nur einen Scheiß machen. Und es ist nicht nur das Management, sondern es ist schon auch das Auftreten nach außen und das Vermitteln der Inhalte. Ja, das gehört dazu. Aber auch dazu musst du nicht unbedingt Fachkompetenz haben. Ich sage jetzt nicht, dass die Fachkompetenz was Schlechtes ist. Ich sage nur, wenn ich jetzt eine Partei gründen würde, hätte ich ja nicht einmal im Biertaucher-Podcast genug Leute, auf die ich mich 100% verlassen kann. Ne? Darum solltest halt, finde ich, dir dann halt Experten holen. Ja, und das tun sie nicht. Ja, aber die sind nicht loyal. Du musst immer denken, als Parteichef habe ich ja gewisse Agenda, die jetzt die zum Beispiel die nächste Wahl überleben. Es geht nicht um Loyalität. Ja? Nein, es geht nur um Loyalität. Ja, okay, in der Politik, da hast du recht. Ja. Und das ist ja politischer Job. Aber ihr müsst unterscheiden. Das haben wir doch gerade jetzt gesehen, dass es nicht um Loyalität geht. Oder zumindest das ist nur. Ja, das ist ja das Interessante an Politik. Wer ist halt zu wem loyal? Ne? Dass sie dann doch wieder alle umkippen. Ja, da brauchst du halt politisches Gespür, dass du rechtzeitig die richtigen Loyalitäten aufbaust. Was dann welche haben, wer sich durchsetzen wird. Und das heißt, die zwei haben sich gerade geoutet als Technokrats. Absolut, absolut. Ja, ich glaube nicht, dass eine technokratische Regierung in einer Demokratie wirklich das Optimum ist. Das ist ja was anderes eigentlich. Ja, aber ehrlich gesagt, jede Militärdiktatur tut erstmal einen Expertenrat. Ich finde die Demokratie nicht im geringsten besser als eine Diktatur. Sehr gut, Dennis. Das nehmen wir jetzt zur Kenntnis. Können wir bitte weitermachen? Dennis, ich dies dich jetzt. Das haben wir zur Kenntnis genommen. Meine Herren. Ich meine. Nein. Sprich, als amerikanischer US-Bürger. Was ist deine Meinung zu einem jungen und feschen Außenminister, der dank seines Charisma eine Partei übernimmt? Unglaublich peinlich. Den Kurz? Ja. Ich überlege mich jetzt gerade, ob das meinen Nationalstolz verletzt, dass eine Nation, wo Donald Trump Präsident ist, kurz peinlich finde ich. Ja, ich sage nur, ich finde nicht, das ist eine... Ich finde, da sind gewisse Ähnlichkeiten. Zwischen Donald Trump und Kurz. Ja, kannst du das erläutern? Ja. Oh boy, die sind beide so, die haben ihre Karriere gemacht mit, wie Sachen aussehen. Die Auswirkung. Der Trump hat Business gemacht, nicht mit seiner tolle Business-Marketing, aber mehr mit Schauspielen und mit diesen Sachen. Und der Kurz hat auch mehr oder weniger, ich glaube nicht, dass er wirklich, ich habe nicht gesehen, dass er wirklich politisch etwas erreicht hat als Außenminister. Das habe ich noch nicht gemerkt. Ungarn, Freundschaftsbekundungen von Ungarn. Ja, Ungarn mag uns und ich glaube Polen auch. Ne? Da habe ich noch nichts gehört, aber der Orban schockiert mich ein bisschen hier. Ich bin in Österreich und dann ist es wie, wir wollen zum Ungarn und Polen. Ich denke mir, und dann auf dem Fernsehen, die sagen ehemalige Kronländer. Und ich bin das ist Ostblock. Na, Vorsicht, man muss jetzt dazu sagen, Ungarn und Polen haben extrem rechtskonservative Regierungen, die. Das ist kein gutes Wo die FPÖ Zeichen noch mal das ist wie. Und dann von Integration, ich muss scharf als Ausländer kritisieren, die Volkspartei, wenn die, oder FPÖ, das ist aber ein Problem, wenn die sagen, tun so, als ob die Integration nur von dem Ausländer abhängt. Dadurch, dass wenn jemand vom Ausland kommt hier, ist es nicht unbedingt nur seine Schuld, wenn er zum Beispiel keinen Job bekommt. Dadurch, dass die Gesellschaft muss auch diese Person akzeptieren. Was sagst du jetzt als weißer, nicht muslimischer Mann mit guter Ausbildung aus Amerika, also aus einem westlichen Land? Ne? Mit gutem Deutsch würde ich sagen, es gibt Diskrimination gegen Ausländer. Man muss versuchen, man muss eingehen an die Ausländer und verstehen, die haben eine andere Kultur und man muss sich selbst ein bisschen sich damit auseinandersetzen und das verstehen und dafür das akzeptieren. Und sonst werden die nicht integrieren können. Das geht auf beide. Ich glaube, was du am meisten kritisierst, wenn ich das vorher richtig kapiert habe, ist ja jetzt der Zugang zum Arbeitsmarkt, ne, wo dir gewisse Bereiche verschlossen bist, weil du nicht deutschsprachiger EU-Bürger bist, also nicht ein Bürger aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Es ist zum Beispiel so viel, wie ich verstanden habe,
in Österreich legal für einen Arbeitgeber zu sagen, ich stelle keine Amerikaner laut der Verfassung. Also Diskrimination gegen einen Nicht-EU-Bürger. Ja, gegen Nicht-EU-Bürger. Das ist so. In Kombination mit kleinen Sachen, die man denkt, ja, das macht eh nichts aus, aber mir kommt vor, bei, okay, nicht bei normalen, nicht normalerweise, aber ich glaube bei manchmalen Jobs für das, wenn man dann verlangt eine Staatsbürgerschaft Nachweis und ein Foto, dann ist es so, ich meine in Amerika zum Beispiel sind die beiden Sachen gesetzlich verboten. Du darfst kein Foto verlangen bei darfst keine Foto verlangen. Auch als Privatfirma. Auch als Privatfirma darfst du kein Foto verlangen und du darfst auch nicht fragen für Migrationsstatus und Staatsbürgerschaft. Das darfst du einfach nicht. Du darfst nicht einmal fragen, ob die Person überhaupt berechtigt ist, in dem Land zu arbeiten. Genau, du kannst nur schreiben, wenn sie sich bewerben für diese Arbeit, gehen, müssen sie dafür berechtigt sein. Ja, und wenn man nicht berechtigt ist, ist das kleiner, als wenn ich eine kleine Firma habe in Amerika, muss ich alle Bewerbungen schriftlich machen? Kann ich das nicht mündlich machen? Und die zu mir kommen lassen, wer da arbeiten will. Und dann kann ich ja einfach sagen, ja oder nein, ohne dass ich das begründen muss. Ja, das direkt passiert im Endeffekt ja dann eh. Ja, es bringt so, indem wenn du jemand bist, du machst, sagen wir, eine Ausschreibung für eine Stelle. Ja. Und es bewerben sich 60 Leute. Ja. Und du musst entscheiden, wen ladest du ein zu einem Werbungsgespräch oder Hearing, was immer. Ja? Mhm. Und die Fakt ist, wenn du kein Foto hast und nicht die Staatsbürgerschaft Nachweis hast, hast du viel größere Probleme zu wissen, bevor die zum Hearing kommen, ob die Inländer oder Ausländer oder was. Die Vorselektion. Die Vorselektion, ja. Und dann kann passieren, dass du ladest von diesen 100 Leuten die 10 beste qualifizierte Leute ein und die sind halt alle ausschließlich Ausländer. Okay, ja. Und das ist viel leichter zu vermeiden hier in Österreich. Ja. Und ich habe aus Ausrede gehört von einer Person, die es entscheidet, dass wir laden keine Nicht-EU-Staatsbürger ein, dadurch, dass einmal ist jemand gekommen und hatte nicht Arbeitsgenehmigung. Und dann. Aber was du jetzt ansprichst, ist im Prinzip der Schutz des Arbeitsmarktes. Ne? Ja, ja. Ich traue mich zu behaupten, dass du das in jedem Land in einer oder der anderen Form hast. Ja, das manchmal ist manchmal legal, manchmal illegal, ne? Aber du hast es. Ja. Keine Regierung der Welt will, kann es sich leisten, die eigenen Leute nicht irgendwie zu schützen, weil speziell in einer Demokratie, weil schützen die eigenen Leute so ja, schützen vor besser qualifizierten Leuten, die dieselbe Arbeit billiger machen würden. Und die hast du schneller mal, ne? Speziell wir im Westen. Ja. Ja. Also ich möchte nur sagen, das ist nicht ein spezifisches Österreichikum, das kriegst du woanders auch. Ja, das ist wahr. Es ist aber so, dass in Amerika die Integration besser funktioniert als in Österreich. Das ist jetzt aber traditionell ein Einwanderungsland. Ne? Ja. Österreich auch. In der Historie ist es erst ab 38 nicht mehr so. Ja, stimmt. Ja, und das andere ist. Und auch dann immer wieder mit. Ja, immer wieder, ja. Türken, Bosnier und so weiter. Ja, ja. Und nein, ich meine es so, wenn man dann es macht, das Problem ist, dass. Ja, okay, die bekommen nicht vielleicht diese Arbeiten, dann Österreicher bekommt. Aber die andere Sache ist, wenn es dann ist, dass ich als Ausländer nur eine Arbeit bekomme von einem anderen Ausländer, ist das auch schlecht. Ja. Und, oder wenn die Ausländer nur Ausländer einladen und nicht nur. Und wenn du so eine Parallelgesellschaft hast. Ja, dann hast du eine Parallelgesellschaft. Ich glaube zurzeit, dass das Gesetzwesen sogar das geringere Problem ist, sondern eher die Stimmung im Land. Die Mentalität, ja. Ich weiß nicht, ob Mentalität das richtige Wort ist, sondern dass eben in letzter Zeit sehr viel rund um die ganze Flüchtlingsthematik Kleingeld gemacht worden ist auf politischer Ebene und aufgrund dessen sehr viel an Hass geschürt worden ist mit, die nehmen euch die Arbeitsplätze weg. Ja. Ja, bis hin zu Themen wie, die nehmen euch die Frauen weg. Ja, das sind auch konkret jetzt Vergewaltigungsfälle. Ne? Wenn das ja, natürlich, ja, aber das gibt es. Aber das gibt es in der Gesellschaft ja auch. Wir tun jetzt keine Asylanmeldungen, weil da hat es jetzt eine Vergewaltigung. Und ich glaube, dass dieser das wäre auch politischer Selbstmord, muss man auch fairerweise dazu sagen, wenn einer da dagegen auftreten würde. Als Bürgermeister. Ja, habe ich auch ein paar Beispiele gehört. Okay, ich meine, ich muss auch sagen, okay, du hast diese Leute kommen vom Ausland und dann hast du
statistisch gesehen, du wirst... Du wirst ein paar Vergewaltigungen genau, haben. Aber die Frage ist, man muss es vergleichen mit die inländische Österreich. Ja, aber das tut keiner gern. Ja. Und das, auch wenn du da in der Sache recht hast, ja, ist es, wenn du das als Bürgermeister machst, na, angenommen die Leute sind wütend, weil da jetzt ein Mord passiert ist oder eine Vergewaltigung, ne, und du sagst, ja, hört's einmal, wir haben sonst auch 3 Morde, aber die sind von Österreichern begangen, oder wir haben 10 Vergewaltigungen im Jahr, aber die sind nicht von Asylwerbern begangen, ist das politischer Selbstmord. Also das musst du dich erst einmal trauen. Dass du Boah, es kommt davon auch, wo man ist. Ich glaube, in Wien ist es eine Sache und im Dorf irgendwo in Niederösterreich ist es wahrscheinlich. Und ich war mal in der Situation, zwischen mehreren Leuten zu entscheiden, wen wir denn einstellen werden, beziehungsweise da halt beratend tätig zu sein. Da ging es nicht um das Thema jetzt Ausländer oder Nicht-Ausländer, aber da ging es für mich eben um das Evaluieren der Personen. Und im Endeffekt konnte ich dann immer argumentieren, egal was alle anderen Randbedingungen waren, ich konnte immer sagen, der ist besser qualifiziert und daher nehmen wir den und dann nenne ich noch 10 Argumente und damit ist das untermauert. Ja. Und genau kannst du die 10 Argumente dann dem anderen sagen, wir nehmen sie nicht, weil 10 Argumente. Ja, genau. Und darum glaube ich, ist, und das geht durch, ja, weil es ist ja nicht diskriminierend, sondern ich habe ja Argumente auf fachlicher Ebene und das sind gut. Und darum glaube ich, dass es wichtiger ist, dass das Mindset sozusagen offen genug ist, dass die anderen Aspekte keine Rolle spielen, sondern dass es eben das nur um die Sachen geht. Es gibt zum Beispiel bei Unis oft, wir muss offiziell sagen, wir bevorzugen Frauen und Migrationsleute mit Migrationsherkunft. Aber man kann immer argumentieren, dass wir nehmen die interne Kandidatin. Ja. Und dann sagen wir, ja, die war halt besser. Genau. Kann man einfach sagen, besonders in Musik ist es sehr leicht zu sagen, ja, die haben besser gespielt. Es wird auch nicht aufgenommen. Und selbst wenn du es aufnimmst, du kannst es ja nicht quantifizieren. Ja. Du kannst es nur ja dann wieder argumentieren. Das ist ja die Geschmackssache. Dann brauchst du... Ja, und selbst wenn du einen Kriterienkatalog nimmst, nicht, du kannst Experten finden, die dir das dann ausreichend argumentieren. Und lass mir mal das Integrationsthema weg. Angenommen, du hast einen Job, um den sich mehrere bewerben, ja? Und einer wird es dann. Ja? Dann ist ja, so in Österreich real funktioniert, ist das ja nicht unbedingt der bestqualifizierteste. Ja, ich rede aber es ist der Privatwirtschaft. Sondern es ist zum Teil auch der Bestvernetzte. Was halt schon noch als Bedingung bleibt, ist, ob denn der eingestellt werden darf, aus rechtlicher Sicht. Ja, das sowieso. Nicht? Das Thema haben wir schon noch. Nicht? Also inwieweit ist eine Approbation notwendig und so weiter. Also ein amerikanischer Mediziner, der kann die beste Uni dort gehabt haben, wenn der hier seine Approbation nicht nachholt, dann kommt er da nicht rein. Nicht? Ja, hier gibt es ein Problem für Musiker aus Ausland, dass es gibt eine Unterscheidung zwischen Musikkonzertfach und Musikpädagogik. Mhm. Und diese Pädagogik, Instrumentalpädagogik, sage ich mal, ja. Viele Arbeitgeber in nicht nur Privatwirtschaft, aber auch öffentliche Wirtschaft bevorzugen diese Pädagogik. Mhm. Aber in Amerika existiert es quasi nicht und im Ausland gibt es auch nicht. Und die haben einfach ein anderes System und dadurch, dass es einfach diese anderen Systeme gibt, egal wie gut die andere Person ist vom Ausland, hat diese Person de facto keine Chance, in die normale integrierte Arbeitsplatz zu machen. Darf ich eine interessante Frage stellen? Was würdet ihr euch wünschen, wie Österreich funktionieren sollte? Ich finde... Dennis. Eigentlich genau euch zwei, Karl und Dennis, weil sie ja beide... Wie Österreich funktioniert? Du meinst wie würdest du dich wohler fühlen, wenn Österreich wäre? Angenommen, du hast einen Wunsch frei von so einem kleinen Flaschengeist. Ne? Kannst du an Österreich eine Sache verändern? Was wäre das? Eine Sache? Oh. Naja. Ja, ich versuche es gerade in Worte zu fassen. Und oder anders so formuliert, was nervt euch am meisten oder am dringendsten? Überwachungsstaat. Überwachung? Das nervt mich total. Mit Diskriminierung habe ich weniger zu tun, außer in mehr oder weniger privaten Rahmen eher. Beruflich halt, das sind nicht vom Arbeitsplatz her, sondern von den Personen, die dort manchmal anzutreffen sind, werde ich manchmal als Ausländer sozusagen schlechter behandelt. Aber prinzipiell ist das nicht so ein großes Problem. Ja. Würde ich sagen, an und für sich ist es eine ganz andere Sache. Nummer eins, schlechteste ist die Transparenz in Österreich. Das ist intransparent. Das ist extrem intransparent. Nur der Bürger ist transparent hier in Österreich.
Ich habe gelesen, ich vergesse welche Seite, aber das als für die Gesetze, für Transparenz, ist Österreich schlechteste auf der Welt. Wie es steht in den Gesetzen. Nicht wie es durchgeführt wird, aber gesetzlich wie die geschrieben sind. Selbst Nordkorea ist weiter, ist besser. Ja, sogar, ja, Nordkorea, ja. Und die Nummer zwei, ich finde, ich meine, ich habe zum Beispiel eine, naja, es nervt schon, wenn ich sehe, oh, naja, spezifisch von meiner Sicht, ich finde, es wäre nett, wenn die Musik, die Kunstaspekt von Österreich endlich eine ordentliche Denazifizierung hätte. Entnazifizierung der Musikszene oder der Kunstszene. Die Kunstszene, ja. Okay. Was Ähnliches fällt mir nämlich auch gerade ein. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, kennt ihr das Lied Die Gedanken sind frei? Von Reinhard Meyer? Nee, die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Ich glaube, ich habe es gehört, ja. Vielleicht im Kirchenchor oder so gesungen. Dieses Stück kommt aus einer Zeit, wo Fürst von Metternich hier in Österreich war. Nicht gerade die sympathischste Person politisch gesehen. Diese Person hat im Prinzip es geschafft, alle Bürger gegeneinander aufzuhetzen. Niemand hat mehr seinen Nachbarn getraut. Also Twist als System der Herrschaftsabsicherung. Ja, im Prinzip schon. Und zwar des Misstrauens. Ja, genau, Spitzelwesen, das ist in Österreich auch sehr... Und dieses Denken aus dieser Zeit ist in Wien ganz besonders immer noch so drin, aber also nicht so, dass... Grundneid, meinst du? Grundspitzeln? Ja, nicht Spitzeln, sondern einfach nur Misstrauen. Misstrauen, ja. Keiner öffnet sich gegenüber den anderen, alle granteln nur. Das kommt aus also meiner Meinung nach... Also du meinst, das hat mit Metternich zu tun mit dem... Ja, das Grundkranke. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das mit Metternich ohne Mentalität prinzipiell zu tun hat. Ich habe auch schon mit anderen darüber geredet und die haben mir dann mehr oder weniger auch zugestimmt. Das könnte durchaus da... was kommen, also im wissenschaftlichen Kontext habe ich nicht gedacht. Ich habe gesagt, die Entnazifizierung, es ist nicht nur mit den Nazis das, aber ich meine, vor den Nazis, da war eine riesige, der größte, ich glaube damals, Musikkonservatorium, das heißt die Neues Wiener Konservatorium, und die waren sehr viele ausländische Professoren und so, und in den Ende 20er Jahren haben die einen wundervollen Brief bekommen vom Stadtschulrat, dass 2/3 von ihren Lehrern nicht geeignet sind. Entweder dadurch, dass die Ausländer waren oder dass die nicht die staatliche Lehrbefähigungsprüfung gehabt haben. Und dass dieses Problem, ich meine, jetzt ist es gut, Gott sei Dank nicht so schlimm, aber es gibt noch Probleme. Das ist nicht wirklich, die haben nicht, finde ich, weit genug daran gearbeitet. Stefan, du wolltest noch was granteln zum Thema Überwachung, oder? Da haben wir einen neuen Vorschlag gekriegt. Ich glaube, ich habe es gesagt. Schon. Also, schon gesagt. Okay, ja. Mir fällt noch eine Sache ein. Stimmt, das war zu etwas, was Stefan vorhin gesagt hat. Und zwar das Aufstacheln gegenüber den Ausländern und dergleichen. Ja. Mhm. Das ist auch etwas, was nicht nur Österreich betrifft, das kenne ich auch aus Deutschland schon. Ja. Eben Amerika. Sagen, die nehmen euch den Job weg. In Wirklichkeit ist das ja eher ein nach unten treten. Man sorgt dafür, dass die ganz unten noch weiter nach unten treten, statt dass die Leute fangen, nach oben zu boxen. Das ist das eine. Und das zweite. Und dann hindert der Solidarisierung der Massen. Ja, genau. Und dadurch werden die schwach gehalten. Ja, das ist Merkel genauso. Ja. Aber eben auch wesentlich das, was du vorher gesagt hast, mit dem Gegeneinander aufhetzen und in kleinen Gruppen teilen, damit eben keine Solidarisierung auf größere Ebene. Die Römer schon vorexerziert, ne? Ja. Die wieder in Israel haben. Ja, absolut. Ah, die hatten das auch schon, okay. Teile und Herrsche. Stimmt, ja, hast recht. Das ist ja das Prinzip, ja. Also, haben wir das schon können. Ja, das ist eine Katastrophe. Meine Herren, darf ich auf nächsten Podcast verweisen? Hauptsächlich deshalb, weil ich nicht mehr so viel Auphonic-Guthaben habe und ich genau weiß, wann sich das wieder auflädt. Und wir sind schon bei 1,42. Oder hat jemand etwas, was ihm noch sehr am Herzen liegt? 1,42, 1,43, 1,44, Bestzeit! Nein, wir haben schon über 2 Stunden Podcast dann gemacht. Hat jemand noch etwas, was ihm am Herzen liegt oder was er auf nächste Sendung mitgeben möchte? Dein Buch würde ich mal gerne weiterhören. Das werden wir schon schaffen. Wir haben auch wieder Woche. Kleinere Podcasts, wo sich das ausgeht. Noch einmal bitte nächsten Dienstag. 19.30 Uhr im alten AKH. Das ist, glaube ich, der 23. Innenhof 2. Ja.
Also freuen uns auf, ihr kommen, bitte Bier selber mitnehmen und wer essen will, auch Essen selber mitnehmen. Es gibt einen Biller dort, der bis spät offen hat, also man kann, wenn man um 19.30 Uhr da ist, sich noch locker beim Biller was kaufen. Man kann auch noch schnell bei der Zypresse vorbeifahren, einen Döner Royal nehmen, genau, in die 5 setzen und dann man 10 Minuten später ist man beim Alter. Da haben wir wieder den Länderkonflikt. Wieso? Na, wenn man setzt sich in den 5er. Das ist ein Er. Ja, der 5er. Der Fünfer. Ja. Das die Fünfer. Gut, dann bis nächste Woche. Komisch, ich sage ja, ciao. Eigentlich also für mich auch der Fünfer. Oder? Okay. Ich weiß immer. Nein, wurscht. Und ciao. Grüß euch. Tschüss. Ciao.